Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Volker Blees. Ich bin Professor für Verkehrswesen an der Hochschule Rhein-Main in der Fachgruppe Mobilitätsmanagement und begrüße Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung aus der Reihe Mobilität im Wandel, erstmals online und mit dem speziellen Thema Frankfurt Rhein-Main Plus, mehr Zug für die Region. Die Reihe Mobilität im Wandel haben wir vor 2 Semestern begonnen, genauer gesagt vor 3 Semestern begonnen, in dem Anliegen, als Hochschule mit unseren wissenschaftlichen Tätigkeiten, mit unseren Projekten, mit unserer Lehre stärker nach außen zu treten, in Austausch mit der Zivilgesellschaft zu treten, zugleich aber auch unseren Studierenden zusätzliche Veranstaltungen zu bieten, wo sie sich mit Expertenvorträgen informieren können über aktuelle Entwicklungen, über aktuelle Themen. Wir führen diese Veranstaltungen meistens in Kooperation mit weiteren Institutionen durch, wie der SRL, dem VSVI und heute, das freut mich ganz besonders, erstmals dem VDEI, dem Verband der deutschen Eisenbahningenieure. Wir führen diese Reihe durch im Rahmen eines Transferprojekts. Das sehen Sie rechts oben, Impact Rhein-Main. Transfer der Ansatz, eben als Hochschule auch rauszugehen. Und das ist ein Aspekt, der mir aktuell ganz besonders wichtig erscheint, aus der Wissenschaft in Kommunikation zu treten mit der Zivilgesellschaft in einer Zeit, wo wissenschaftliche Erkenntnis nicht nur was vollkommen richtig ist, angezweifelt und hinterfragt wird, sondern wo wissenschaftliches Vorgehen mehr und mehr generell abgelehnt wird oder wissenschaftliche Aussagen pauschal in eine bestimmte Ecke gestellt werden und nicht geglaubt werden. Ich halte das persönlich für eine sehr bedenkliche Entwicklung. Ich halte Kritik an Wissenschaft für wichtig, aber vielleicht müssen wir aus der Wissenschaft heraus auch häufiger erklären, was wir tun und wo die Grenzen dessen sind, was wir sagen können. Das versuchen wir auch in dieser Reihe. Heute ist das Thema eher praxisnah, jetzt nicht vertieft, keine Raketenwissenschaft, kein vertieftes wissenschaftliches Thema, sondern ein sehr praxisnahes Thema, was uns alle angeht. Frankfurt Rhein-Main Plus, mehr Zug für die Region. Wir wissen, dass wir im Thema Mobilität gerade auf regionaler Ebene vor ganz großen Herausforderungen stehen. Wir wissen, dass wir den öffentlichen Personennahverkehr stärken müssen. Und wir wissen, dass das gerade auf der regionalen Ebene auch nur mit dem Verkehrsmittel Schiene, mit der Bahn geschehen kann. Sie sehen hier auf dem Titelbild den Ausfahrbereich oder die Einfahrt in den Frankfurter Hauptbahnhof. Mir ist vorhin aufgefallen, es ist spiegelverkehrt, aber das Schema an sich ist, glaube ich, klar. Und hier stehen ganz, ganz große Ausbaumaßnahmen an, über die wir uns heute informieren möchten. Was haben wir im Einzelnen vor? Nach meiner Begrüßung wird Herr Dr. Meinker als Präsident des VDEI noch den VDEI kurz vorstellen und dann steigen wir inhaltlich ein. Ich freue mich sehr, dass wir Herrn Bolte, den Leiter Großprojekte Mitte von der DB Netz AG, gewinnen konnten, der uns einen Überblick über die aktuellen Projekte des Gesamtrahmens Frankfurt Rhein-Main Plus gibt. Und aus der lokalen Perspektive wird anschließend Christian Behrendt, der die Landeshauptstadt Wiesbaden berät, das Thema Netzentwicklung betrachten. Die Frage nämlich, was können, welche Interessen haben Kommunen und wie können sie sich da einbringen? Es wird anschließend die Möglichkeit zur Diskussion geben. Ihre Fragen im Publikum können Sie über die Chatfunktion stellen. Herr Eine sitzt am Chat und wird das ein bisschen moderieren. An ihn können Sie auch technische Fragen stellen. Und dann werden wir gegen 18:30 Uhr mit einem Schlusswort von Bodo Salmann, dem Bezirksvorsitzenden des VDEI, hier in der Region enden. So viel von
meiner Seite zur Einführung und ich möchte gerne nun Herrn Meinker bitten, einiges zum eine kurze Vorstellung des VDI zu machen. Ja, danke schön, Herr Professor Blees. Es freut mich auch, dass wir jetzt hier zusammengekommen sind. Ich habe den Bahnhof direkt hinter mir, also das Bild von der anderen Seite. Insofern passt das ganz gut zusammen. Dieses Expertenforum ist eine gute Gelegenheit, dass Praxis und Hochschule zusammenkommen. Und deswegen beteiligen wir uns immer sehr gerne und organisieren auch diese Veranstaltung häufiger. Die sehen auch in der Mitte noch die Ostfalia, sprich Professor Menzel, der diese Veranstaltung auch mit organisiert. Das nächste Bild, bitte. Ich sollte ja kurz den VDI, den Verband Deutscher Eisenbahningenieure, vorstellen. Wir sind ein Berufsverband für alle Ingenieure, die im Bahnsektor arbeiten. Das sind nicht nur Bauingenieure oder Vermessungstechniker, sind auch Architekten dabei, Verkehrsplaner, Elektrotechniker, Maschinenbauer, Geotechnik, Informatik. Das heißt, wir sind sehr breit aufgestellt, was die Ingenieure angeht. Und die sind auch beschäftigt in allen Bereichen im Bahnsektor, der ja nun wirklich riesengroß ist. Und nicht nur bei der Deutschen Bahn, da haben wir natürlich sehr viele Mitglieder, sondern auch bei den Planungsgesellschaften, an den Hochschulen, in der Wirtschaft, in der Bahnindustrie, bei den kommunalen Verkehrsunternehmen. Dort sind wir überall vertreten. Das nächste Bild, bitte. Wir sind bundesweit organisiert. Links sehen Sie das Bild der ganzen Bezirke. Rechts viel wichtiger, unsere Fachbereiche, mit denen wir uns sehr intensiv auseinandersetzen. Einmal Bahnsystem, eigentlich das Kerngeschäft, der den Betrieb des gleisgeführten, spurgeführten Verkehrs betrifft. Fahrzeuge, ein großer Bereich ist Infrastruktur, ist natürlich auch der Bereich, der im Moment am meisten gefördert wird, muss ich mal sagen, auch finanziell vom Bund gefördert wird, angefangen von der Bautechnik, Geodäsie, Geotechnik, Hochbau. Konstruktiver Ingenieurbau ist bei uns im Verband ein sehr starker Bereich, und eben halt auch der Oberbau. Zum Letzten auch noch die technische Ausrüstung. Alles Gebiete, die wir dann in diesen Fachgremien intensiv beackern. Das nächste Bild. Was sind nun die Aufgaben? Wir wollen natürlich insgesamt den Schienenverkehr unterstützen. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass der Schienenverkehr weiter gefördert werden muss. Wir sind Interessensvertretung der Berufsgruppe. Wir kümmern uns sehr stark mit unserer Akademie um die Aus- und Weiterbildung von Ingenieuren im Bahnsystem, setzen uns für junge Ingenieure ein und fördern ein berufliches, persönliches Netzwerk. Das nächste Bild, bitte. Berufspolitische Ziele, selbstverständlich Ingenieurarbeitsplätze weiter zu erhalten und auszubauen. Wir müssen immer aufpassen, dass wir nicht von den Betriebswirtschaftlern ausgebremst wird. Ich sage immer Techniker vor. Insofern ist es wichtig, dass wir dort uns für unsere Leute, für unsere Ingenieure in den Institutionen auch einbilden. Wie gesagt, die berufliche Weiterentwicklung und die Wertschätzung der Ingenieurleistungen. Das nächste Bild, bitte. Wir bieten also umfangreiches Fachwissen in unserem großen Netzwerk. Das heißt, im VDI ist die geballte Kompetenz des ganzen Bahnsystems vertreten. Das machen wir oft in Fachtagen, Seminaren, Workshops und so weiter. Dann haben wir auch die Möglichkeit oder die Mitglieder Möglichkeit, sich zum Euring-Ing qualifizieren zu lassen. Und wichtig vielleicht für viele Diskussions- oder viele Teilnehmer, wir unterstützen Studenten, Schüler bei der Vermittlung von Praktikumsplätzen, Praktikumsarbeiten. Da sind wir immer sehr aktiv und finden immer sehr schnell auch da die Möglichkeit. Das nächste Bild, bitte. Gut, das sind die Hauptveranstaltungen. Ich will es nicht weiter ausführen, wenn Sie sich und auf die VDI Akademie mal reinsetzen. Auf die Akademie sehen Sie, dass wir sehr viele hochkarätige Fachveranstaltungen organisieren. Das nächste Bild. Ja, das ist natürlich Verbandsarbeit unter Corona-Bedingungen ist im Moment etwas schwer.
Wir haben uns natürlich darauf jetzt konzentriert, online, digital alles durchzuführen. Auch zum Beispiel nächste Woche und übernächste Woche findet das wieder ein Webinar statt zur Sanierung von Ingenieurbauwerken. Dort können alle mitarbeiten. Mit diesem Tool lassen sich Workshops auch organisieren, wo jeder einzelne Teilnehmer dann auch wirklich mitarbeiten kann. Das zum nächsten Bild noch. Noch ein wichtiger Hinweis: Die internationale Ausstellung Fahrwerktechnik haben wir um ein gesamtes Jahr verschoben auf das Jahr 2022. Wir hoffen, dass wir dann die Corona-Krise hinter uns haben. Eine ganz bekannte Messe, die insbesondere den Oberbau, Gleisbau, Infrastruktur angeht, die wir alle 4 Jahre organisieren, demnächst wieder in Münster. Ich hoffe, dass wir uns da alle wiedersehen. Das war's zum VDI und wünsche der weiteren Veranstaltung viel Glück. Danke. Damit bin ich am Ende. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Meinkamp, für diese Einführung. Wie gesagt, es freut mich sehr, dass wir hier erstmals auch mit dem VDI kooperieren können, und das können wir gerne auch weiter fortsetzen. Ja, kommen wir zu dem ersten und Hauptvortrag. Herr Bolte, es freut mich sehr, jetzt von Ihnen zu hören zum aktuellen Stand. Ich bin ja auch ja von diesen Planungen persönlich betroffen. Ich wohne in Darmstadt und arbeite an der Hochschule in Wiesbaden und frage mich immer, ob ich vor meinem Ruhestand im Jahr 2032 noch die Wallauer Spange dann tatsächlich nutzen kann und schneller da bin als jeden Tag mit der RB75. Insofern bin ich auch sehr gespannt auf Ihren Vortrag. Eine Bitte vielleicht noch kurz. Ich sagte ja eben ja, dass die Veranstaltung richtet sich auch an die Studierenden. Und da ist manchmal ganz interessant, die Werdegänge der Referentinnen, Referenten. Wenn Sie vielleicht einführend gerade ein paar Takte dazu sagen können, sozusagen als Vorbild, wie kommt man an eine Stelle, wie Sie sie jetzt einnehmen? Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Blees. Vielen Dank, Herr Meinke, für die Einladung. Ich mache das sehr gerne, dass ich heute mal über unser Thema berichte, mehr Zug für die Region, Schienenausbau in Hessen. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Das ist die erste Frage. Ist das soweit okay? Prima, vielen Dank. Ja, wie kommt man an diese Funktion? Eher durch Zufall, muss ich sagen. Ich bin nach dem Studium, bin ich erst kurz in der Unternehmensberatung gewesen, habe dann in der Holzwirtschaft gearbeitet, in Deutschland, in Russland, also in der heißen Zeit, wo Russland wirklich noch Abenteuer war, direkt nach dem Studium, und bin dann eher durch Zufall hier gelandet bei der Deutschen Bahn, beim DB Netz. Und aus dem Zufall wurde Arbeitsliebe, wie man so schön sagt. Und so bin ich quasi in der Funktion, wie ich heute bin. Habe allerdings, muss man dazu sagen, nicht in diesem Projekt- und Ingenieursumfeld begonnen, sondern eher in einem kaufmännischen und Controlling-Aufgabe. Und schlussendlich habe ich dann mal die Seiten gewechselt aus dem kaufmännischen Bereich in die Technik und muss sagen, das war die richtige Entscheidung im Leben, möchte ich nicht missen, war eine gute Entscheidung und freue mich eigentlich jeden Tag, dass ich diese schöne Aufgabe machen darf, von der ich heute ein bisschen berichten darf. Ja, insofern, ja, das sind vielleicht ein ganz kurz zu meiner Seite. Also erst Beratung, dann klassisch Industrieproduktion und dann Verkehr, wenn man es so, wenn man die drei Steps jetzt mal zusammennimmt. Ja, gut. Ja. Ich habe überlegt für die heutige Runde, dass ich meinen Vortrag in drei Teile gliedern möchte. Ich möchte erstmal so einen kleinen verkehrspolitischen Einflug nehmen. Sind etwas bunte Bilder, aber um ein Stück weit auch nochmal zu sagen, wie wichtig aus unserer Sicht das ganze Thema Schienenverkehr ist und welche Probleme mit dem Schienenverkehr gelöst werden, die meines Erachtens ganz virulent sind und wichtig sind für die heutige Situation hier in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, sondern das gilt sicherlich auch in allen Ballungsgebieten der Welt. Das zweite Thema ist, dann würde ich mal direkt zu sprechen kommen auf das Schienenausbauprogramm in Hessen, ja, Frankfurt Rhein-Main Plus, würde auch gerne Ihnen ein paar Projekte vorstellen und Herr Professor Blees, auch die Frage nach der Wallauer Spange, hoffe ich, dass ich die beantworten kann, was die Inbetriebnahme anbelangt. Da kommen wir dann weiter hinten dazu. So, und der letzte Punkt, da würde ich gerne auch noch mal ein Stück weit erläutern, wie sich eigentlich bei uns die Welt verändert hat. Das sind 3, 4 Folien, die stehen unter der Überschrift: Wie arbeiten wir eigentlich heute hier im Projektmanagement? Wir haben ja doch sehr, sehr viele Studenten, die bei uns arbeiten als Werkstudenten oder als ehemalige Studenten, die aber den Einstieg direkt bei uns begangen haben. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ganz interessant, was uns da so umtreibt, mal aus einer studentischen Sicht oder Berufsanfängersicht. Ja, das wären die drei Themen. Gut.
Dann würde ich auch gleich zum nächsten Punkt kommen. Moment, jetzt muss ich erstmal Technik. Also, Metropole mit Zukunft, Frankfurt, Rhein-Main kein Meer. Wir leben ja oder viele von Ihnen in dieser schönen Rhein-Main-Gegend. Und wenn man sich mal die Zahlen vor Augen führt, da muss man erstmal konstatieren, diese Region ist gewachsen. Und man sieht es hier auch im bundesweiten Durchschnitt. Das Bevölkerungswachstum hier im Rhein-Main-Gebiet, insbesondere in Frankfurt, ist am höchsten in Deutschland. Und dieses Bevölkerungswachstum bringt natürlich Probleme mit sich. Das sieht man auch an den Bildschirmen alleine. Diejenigen, die jetzt mal vor der Corona-Zeit, momentan ist es ja etwas entspannt, aber ich vermute, das wird sich sofort, wenn sich die Lage wieder ändert, gesundheitlich wieder zunehmen. Wir haben halt hier eine extrem schwierige Verkehrssituation und eine Mobilitätssituation. Und das ist sicherlich auch hier nochmal dargestellt in dem rechten Bild. Frankfurt ist die Pendlerhauptstadt übrigens auch Deutschlands, das wissen die wenigstens. Also wir haben die meisten Ein- und Auspendler. Das ist hier an der Grafik nochmal gezeigt. Die habe ich mal aus dem Internet mir besorgt. Da sieht man sehr klar, dass das wie so ein Stern hier organisiert ist. Also alles drängt quasi in die City oder zum Arbeiten hier rein und danach mir das wieder raus. Und das sind im Grunde die Probleme, die die Region hier umtreibt. Und was bedeutet das im Klartext? Das bedeutet, dass wir, jetzt muss ich gucken, ah ja, das bedeutet, dass wir tagtäglich, wenn wir jetzt mal nicht auf die Bahn gucken, sondern auf den Straßenverkehr schauen, Riesenstaus rund um die Frankfurter Autobahnkreuze hat und diejenigen, die zumindest ja nicht mit dem ÖPNV fahren können und das Auto benutzen können, müssen, die wissen, von was ich spreche. Das ist momentan erträglich, aber vor der Corona-Zeit war es ein Riesenproblem. Also Staus bestimmen den Alltag und zwar in den meisten großen Metropolen Deutschlands. Das ist das gleiche Thema in München, wenn Sie in Köln sind oder Hamburg oder Hannover, überall das gleiche Problem. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, was das bedeutet, dann haben eigentlich die Metropolen drei große Probleme. Das eine ist das Verkehrsproblem, das ich eben schon adressiert habe über die Staus. Wir haben aber ein zweites Problem, das ist Flächenproblem, Stichwort Wohnungsbau. Wir haben einfach die Situation, dass immer mehr verdichtet werden muss im Wohnungsbau. Nichtsdestotrotz, trotz Verdichtung einfach schlicht keine Flächen mehr da sind und alle konkurrieren um die gleichen Flächen. Da komme ich gleich noch drauf. Und das dritte Thema, das ist wirklich klar, viele Menschen, viele Emissionen, viele Verkehrsemissionen. Das Thema Luftreinhaltung ist ein Riesenthema, CO2. Das sind die drei großen Themen, die eigentlich die Metropolen bewegen. Und die Frage, die wir uns jetzt mal gestellt haben, wie können eigentlich diese drei Probleme gelöst werden und welchen Beitrag kann gegebenenfalls auch die Schiene bringen? Und wenn man sich das mal als erstes anschaut, gucken wir mal auf die Transportmenge, das klassische Verkehrsproblem. Wir haben den Slogan gewählt, mehr Mobilität mit weniger Verkehrsleistung. Da wird ja erstmal jeder stutzig. Wie kann denn mehr Mobilität mit weniger überhaupt möglich sein? Was ist das? Ist das nicht irgendwo ein Trugschluss? Ist das ein Widerspruch in sich? Wir sagen nein und ich möchte ich jetzt ganz eindrucksvoll an vielleicht drei Bildern darstellen. Nehmen Sie mal an, Sie würden 1400 Menschen haben, die Sie in einem hohen Ballungsgebiet von A nach B transportieren wollen. Also die 1400 Menschen wollen von A nach B. Wie können Sie das Problem lösen? Eine Möglichkeit ist, Sie setzen 1200 Autos ein. Ja, Sie wissen selbst, in den meisten Autos sitzt nur eine Person. Oder Sie nehmen eine S-Bahn. Eine S-Bahn, denn am Ende des Tages ist es so, dass das genau das Fassungsvermögen einer S-Bahn ist. Und das zeigt, glaube ich, sehr deutlich auch, dass das Transportmittel Bahn oder auch in dem Fall jetzt ÖPNV und S-Bahn hocheffizient ist, wenn es um Massentransporte geht. Und das ist auch keine Entwicklung hier in Deutschland. Wenn Sie in die Welt schauen, dann sehen Sie, dass überall auf der Welt die Metrosysteme, was ja nichts anderes als die Nahverkehrssysteme in den großen Ballungsgebieten ausgebaut werden. Schauen Sie nach Paris, schauen Sie nach New York, egal wo Sie hinschauen oder an die Westküste der USA. Überall denkt man über dieses Thema nach, weil man einfach mit den klassischen Mobilitätskonzepten nicht mehr klarkommt und sieht, dass die gute alte Eisenbahn, wie man so schön sagt, doch hocheffizient ist. Übrigens brauchen wir keinen Parkraum, weil die Eisenbahn immer in Bewegung ist. Auch kein unbedeutendes Thema. Komme ich zum zweiten Thema, das Flächenproblem. Ich hatte es eben schon mal dargestellt. Es konkurrieren eigentlich unheimlich viele um die gleichen Flächen. Und ich habe jetzt eben das Thema Wohnungsbau mir als Beispiel genommen, habe, aber auch die Verkehrsinfrastrukturen konkurrieren um die Flächen. Und die Schweizer sind durchaus ein kluges Volk. Und ich hatte hier mal aus der Hochschule für Technik in Rapperswil eine Grafik mir besorgt. Und die zeigt sehr eindrucksvoll, wie eigentlich der Flächenverbrauch in Quadratmeter pro Person ist. Und da sieht man sehr deutlich, dass das Fahrzeug mit 115 Quadratmeter einen extrem hohen Flächenverbrauch hat, also sehr ineffizient ist. Der Bus mit 12 Quadratmeter schon ganz gut ist. Interessanterweise das Fahrrad eigentlich gar nicht so effizient ist, weil es doch einen relativ breiten Fahrweg hat, wenn man so will.
Und die Bahn beispielsweise, wenn ich das auf Verkehrspersonen umrechne, sogar das Fahrrad noch schlägt. Und schlussendlich der Einzige, der quasi noch weniger verbraucht, ist der Mensch. Aber als Fußgänger, aber ich glaube, das ist klar. Der hat aber nicht die gleiche Reichweite wie die anderen Verkehrsmittel. Das ist mal ein interessantes Thema. Und das heißt auch, immer wenn ich sage, wir wollen eine neue Verkehrsinfrastruktur in einem Ballungsraum bauen, muss man ja Fläche wegnehmen, sieht man zumindest in der Effizienzbetrachtung, wenn ich das Schienen nehme. Sie haben eben die 1400 Personen gesehen, also hohe Effizienz, was die Transportleistung anbelangt, wenig Flächenverbrauch. Das ist, glaube ich, die Quintessenz aus der Betrachtung. Komme ich zum Thema Emissionen. Ich glaube, das kann ich kurz machen. Das kennen wir alles aus der Presse, aber man sollte schon sagen, wir haben halt als Bahnsystem immer da, wo wir quasi mit Oberleitung fahren, einfach auch was das Thema Emissionen anbelangt, ein sehr klimafreundliches System. Und Sie wissen auch, die ICEs fahren mit 100% Grünstrom. Also insofern, das muss man sagen, das ist dann im Grunde genommen kaum noch mehr zu schlagen und zeigt auch, ich glaube, dass wir da in der richtigen Richtung sind, auch als Republik. Und wir erleben ja jetzt eine Zeit, wo das Flugzeug immer insbesondere was innerländische Transportwege anbelangt, doch eher kritisch gesehen wird. Und wir sehen ja auch mit der VD8-Strecke, also Hamburg, München, Berlin, München, dass der eine schnelle ICE-Verbindung durchaus mehr als konkurrenzfähig ist zum Flieger, weil sie im Grunde beim Flieger hohe Transportzeiten haben zu den Flughäfen. Sicherheitscheck-in ist da deutlich höher und schlussendlich sind sie von München nach Berlin schneller mit dem ICE als mit dem Flieger. Und insofern glaube ich, ist das praktisch, wie sagte der Minister Al-Wazir in einem Gespräch mit mir mal vor 3 Wochen, die Bahn ist ja nichts anderes als die Lufthansa auf der Schiene. Ja, insofern ist das ein ganz schöner Slogan, ja. Gut, komme ich zu einer Frage, die mich persönlich seit Längem umtreibt und die ich zumindest hier mal kurz andiskutieren möchte. Wir reden immer nur von Infrastruktur, aber im Grunde genommen müssen wir, wenn wir mehr erreichen wollen als Gesellschaft, nicht die Infrastruktur alleine sehen. Wir haben große Herausforderungen, die nenne ich Verkehrsentwicklung, Stadt- und Umweltentwicklung oder Planung. Und in den großen Ballungsgebieten treffen sich diese drei Disziplinen. Und leider Gottes, das muss ich mal so offen sagen, ist es so, dass wir in Deutschland vielleicht noch nicht in dem Denken so weit sind wie andere Länder. Also wenn Sie mal nach Skandinavien oder auch in die Benelux-Staaten schauen, sehen Sie, dass dort gerade in dem Bereich der Kooperation dieser Stakeholder, die diese Aufgaben haben im öffentlichen Bereich, sehr vernetzt da schon gearbeitet wird. Also das Thema Stadtentwicklung, Verkehrsentwicklung müssen Sie interdisziplinär, integrativ denken. Da kann keiner alleine sagen, ich sehe nur meine Verkehrsentwicklung oder ich sehe nur meine Stadtentwicklung. Das müssen Sie zusammendenken. Und das Umweltthema gehört heute einfach integrativ dazu. Insofern werbe ich immer dafür, dass man das möglichst in Kooperationen denkt und die großen Masterpläne auch so aufstellt, dass man schlussendlich die vollen Synergien von allen drei Themen heben kann. So. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, das war jetzt ein bisschen der verkehrspolitische Teil. Jetzt kommen wir ein Stück weit auf Hessen und auf die Region, also sprich das Rhein-Main-Gebiet. Wir haben uns schon vor längerer Zeit, wenn ich von wir spreche, rede ich vom Bund, dem Land Hessen, sehen Sie unten links an dem Bild und an dem Slogan, an dem Flyer, die Stadt Frankfurt, der Rhein-Main-Verkehrsverbund und die Bahn zusammengetan und haben gesagt, wir wollen jetzt wirklich mal gemeinsam arbeiten an diesen vielen Themen und haben auch unter dem Dach Frankfurt Rhein-Main Plus, wie so eine Dachmarke, gesagt, wir wollen den Schienenverkehr stärken, wir wollen ihn ausbauen, wir brauchen mehr Kapazität, um schlussendlich diese Verkehrsprobleme, die ich eben genannt habe, zu bewältigen. Und es ist insofern ein Musterbeispiel in Deutschland, weil es gibt keine andere Region in Deutschland, wo so ein enger Schulterschluss zwischen den hier genannten Institutionen stattfindet. Wir treffen uns regelmäßig mehrfach im Jahr, sprechen die Projekte und Themen durch und unterstützen uns gegenseitig, dass schlussendlich wir vorankommen, was das Thema Infrastruktur und Verkehrsentwicklung anbelangt. Der Behrendt, der ist ja auch in der Leitung, habe ich gesehen, kennt das auch ganz gut. Also insofern, Kooperation ist eigentlich angesagt. Ja, nun ist es so, Sie können viel reden, schlussendlich brauchen Sie Finanzmittel. Und da sind wir, Gott sei Dank, aus der Vergangenheit, aus der jüngsten Vergangenheit, insofern gut ausgestattet worden, dass wir inzwischen ein Neubau- und Ausbau-Investitionsvolumen haben. Ich rede von Infrastruktur, also Schieneninfrastruktur, ich rede nicht von Fahrzeugen, dass wir 20 Milliarden Euro in Hessen für den Infrastrukturausbau zur Verfügung haben. Das ist eine Riesensumme, ja. Roundabout 1 Milliarde ist verbaut. Das heißt, wir sehen im Grunde genommen, der Großteil liegt vor uns. Nun muss man sagen, Ausbau ist nicht alles. Deswegen habe ich daneben nochmal dargestellt, das ist das, was wir in Hessen
Und da gehört auch in der Region Mitte ein bisschen von Rheinland-Pfalz dazu. Das muss man fairerweise sagen, wir haben nicht so eine harte Grenze an den Bundesländern bei uns in den Regionalgrenzen. Wir investieren rund 4,4 Milliarden in die Haltung der Strecken. Das heißt, in Brückenprojekte, in Gleiserneuerungsprojekte, in Tunnel, in elektronische Stellwerke, also alles, was man kennt, was vorhandene Infrastruktur ist. Und beides ist wichtig. Wir müssen den Bestand erhalten, wir brauchen aber auch den Aus- und Neubau. Und gerade in Hessen spielt das eine Riesenrolle. Das will ich gleich zeigen. Kurz aber vielleicht noch mal ein paar Informationen zur DB Netz AG, insbesondere hier zur Region Mitte. Sie sehen auf der Karte, das ist das, was rot eingefärbt ist, und Sie sehen ganz gut, das ist im Wesentlichen Hessen, sind aber noch ein paar Teile von nördlichen Teil von Rheinland-Pfalz, was dazu gehört. Deutschland selbst ist in 7 Regionalbereiche bei uns geschnitten. Das sehen Sie hier auf der Karte. Also das, was ich jetzt vertrete hier, gibt es 7-mal in Deutschland. Nun machen wir auf der einen Seite den klassischen Fahrbetrieb, was Sie kennen, das sind die Fahrdienstleiter auf den Stellwerken, Instandhalter, Fahrplanmitarbeiter, und wir sind halt hier für den Baubereich zuständig. Und ich bin ja noch in der offiziellen Agenda als Leiter Großprojekte bei Ihnen angekündigt. Wir haben eine Neustruktur zum 1.10. Ich darf jetzt nicht nur die Großprojekte verantworten, sondern alle Bauprojekte, also auch den Bestand, den ich eben schon dargestellt habe. Wie machen wir das heute? Wir sind ungefähr 500 Mitarbeiter bei uns, die das machen. Vielzahl an Berufen. Und wir haben momentan 18 große Ausbauprojekte, mehrere hundert Bestandsnetzprojekte. Und das, was vor uns liegt, sind 200 Kilometer Neubau an Gleisen, wenn man so will, von Mannheim bis kurz vor Eisenach. Ja, also das ist das, was wir jetzt vor der Brust haben, wie man so umgangssprachlich sagt. Also das, was wir umsetzen wollen, und das werde ich jetzt noch mal ein bisschen vertiefen. Wie sieht das konkret aus? Diese 18 eben genannten Projekte. Das ist das Ausbauprogramm Frankfurt Rhein-Main Plus. Dem einen oder anderen sicherlich geläufig. Wir haben seit Anfang des Jahres da drei neue Projekte dazu. Die würde ich gerne erwähnen, weil die meisten anderen sind in der Regel schon bei denjenigen, die etwas länger dabei sind, bekannt. Neu ist quasi der Anschluss, S-Bahn-Anschluss für den Flughafen, Terminal 3, die Elektrifizierung der Nidertalbahn. Da sage ich gleich nachher nochmal was Spezielles, deswegen würde ich das jetzt kurz fassen. Und die Holloftalbahn, das ist eine Reaktivierung im Wetteraunetz. Stichwort Wetteraunetz. Wir haben uns ja am Anfang sehr stark hier im Ballungsgebiet, in den, ich sage jetzt mal, stark bevölkerten Regionen bewegt. Es ist jetzt so, dass gerade in dem, ich nenne es mal Speckgürtel der großen Städte, in den doch eher ländlichen Regionen über viele Reaktivierung von Strecken nachgedacht wird. Und da gehört auch das Thema Horlauftalbahn dazu, sind aber noch weitere Strecken, die in Hessen eine Rolle spielen. Ist aber kein hessisches Thema, sondern ein bundesweites Thema, wo die Politik also prüft, wo lohnt es sich denn, Strecken, die mal stillgelegt sind, zu reaktivieren. Immer da, wo wir dann auch entsprechend Nachfrage haben und quasi wo entsprechend ja, in der Region viele Einwohner sind, die quasi dann auf die Bahn umsteigen wollen. So, jetzt würde ich gerne ein bisschen erläutern, warum Hessen eine besondere Lage hat. Wir haben in Hessen einfach die Situation, dass auf der gesamten Verkehrsachse in Deutschland wir eine sehr starke Nord- und Südachse haben. Also Sie müssen sich vorstellen, viele Verkehre, die aus Hamburg oder aus Berlin kommen oder umgekehrt aus Dortmund Richtung Leipzig, ja, sind also quasi das Drehkreuz in so einer Ost-West-Relation mit dem Frankfurter Hauptbahnhof. Und wenn man weiß, dass 80% aller Fernverkehrszüge, 80% durch die Mitte, also durch Hessen fahren, dann weiß man, welche Bedeutung es hat. Wir liegen in der Mitte Deutschlands und auch verkehrstechnisch in der Mitte. Und diese Mittellage bringt einige Probleme mit sich. Wir haben insbesondere zwischen Frankfurt und Fulda und zwischen Frankfurt und Mannheim mit die größten Engpässe im deutschen Bahnnetz. Ja, gerade Frankfurt-Mannheim ist der größte Herausforderung, weil dort insbesondere Nahverkehr, Güterverkehr und schneller Personenfernverkehr sich kreuzen. Und obwohl wir dort schon viele Strecken haben, haben wir eine besondere Herausforderung. Deswegen hier dieser rote Bereich, da komme ich eben nachher noch drauf, ist es dringend erforderlich, dass wir zwei neue Gleise zwischen Frankfurt und Mannheim realisieren müssen. Das Projekt heißt Rhein-Main-Rhein-Neckar, werde ich nachher nochmal im Detail vorstellen. Dann dieser ganze Ast von Frankfurt nach Fulda, die sogenannte Kinzigtalstrecke, auch dort extrem hohe Belastung. Wir haben die Situation ähnlich zwischen Frankfurt und Mannheim. Wir bekommen keinen weiteren Zug mehr aufs Gleis. Keinen. Selbst wenn Geld da wäre, selbst wenn Züge da wären, wir bekommen nichts mehr drauf. Das heißt, auch dort zwei zusätzliche Gleise im Ausbau. Und dann haben wir noch oben zwischen Fulda und Bad Hersfeld, beziehungsweise, wenn man es genau nimmt, eigentlich zwischen Eisenach, einen weiteren Ausbau. Da sind wir nicht ganz so eng,
Da geht es auch um Fahrzeit und insbesondere um die Relation nach Berlin noch etwas attraktiver zu machen. Und das ist ganz wichtig, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, das ist der sogenannte Knoten Frankfurt. Ich hatte es ja eben schon mal erwähnt, die meisten Züge müssen durch den Knoten Frankfurt, wenn sie durch Hessen müssen. Und im Knoten Frankfurt haben wir die größte Limitierung eigentlich in der Infrastruktur überhaupt. Es nutzt sehr wenig, nur Neubaustrecken zu bauen. Sie müssen in Frankfurt die großen, in Frankfurt wie in Köln, wie in Hamburg, wie in München, die großen Knoten ausbauen, erweitern, um die Effekte der Neubaustrecken auch realistisch in Verkehr umsetzen zu können. Ansonsten haben Sie da die klassischen Bottlenecks und das würde ich gleich nochmal ein bisschen vertiefen, das Thema. Gehe ich jetzt mal auf den Knoten. Jetzt haben wir mal eine Zoom-Sicht hier auf den Frankfurter Knoten. Was Sie hier erkennen, sind zunächst einmal sehr, sehr viele Projekte. Ich möchte hier gar nicht auf die einzelnen Projekte an diesem Bild eingehen, möchte aber nochmal erläutern, dass wir hier unterschiedliche Projekttypen haben, die wir in diesem Knoten abwickeln. Wir haben nämlich einmal Projekte, die dienen im Wesentlichen dem Nahverkehr. Das sind S-Bahn-Ausbauprojekte wie die S6 zwischen Frankfurt West und Bad Vilbel-Friedberg, die nordmainische S-Bahn zwischen Frankfurt und Hanau. Dann haben wir aber auch Fernverkehrsprojekte wie das Grüne hier, das ist Stadion, komme ich gleich noch drauf, oder beispielsweise ein Homburger Damm, der sehr stark auch Fernverkehrsvorteile beinhaltet. Das heißt, wir haben hier Ausbauprojekte, die entweder dem Nah- oder dem Fernverkehr dienen. Güterverkehr ist im Frankfurter Knoten eigentlich nicht so relevant, ist eigentlich ein Nebenthema, sondern es geht um Personenverkehr. So, jetzt würde ich gerne nochmal, obwohl es nicht klassisch dazu gehört, aber ich wollte es nochmal erwähnen, das sind die Bestandsnetzprojekte. Einige hundert realisieren wir, also ich rede jetzt nicht über Aus- und Neubau, nur nochmal für Sie, da sind ganz links oben dabei klassische Tunnelbauprojekte, elektronische Stellwerke ist das rechte Bild oben, Brückenbauprojekte links unten und klassische Gleiserneuerung rechts und oben ganz auf der rechten Seite sind einfach mal ein paar exemplarisch ein paar Projekte abgebildet. Ich finde es eigentlich sehr gut, dass wir solche Projekte haben, gerade bei den Brücken, das sind auch kleine Projekte. Das ist deswegen wichtig, weil wir haben ja durchaus bei den 500 Mitarbeitern auch viele jüngere Kolleginnen und Kollegen und es ist wunderbar, wenn Sie nach der Hochschule erstmal mit einem überschaubaren, kleinen Projekt beginnen können, um Erfahrung zu sammeln, mal planerische Erfahrung zu sammeln, Bauerfahrung zu sammeln, bevor Sie dann ein richtig großes Projekt vielleicht mitmanagen dürfen. Und insofern ist es wichtig, dieses ganze Portfolio haben vom kleinen Projekt bis zum großen Projekt. Also es geht los bei 500.000, 1 Million Projekte und endet schlussendlich bei Projekten, die kosten am Ende 3, 4 Milliarden Euro. Also diese ganze Bandbreite haben wir hier. Und das ist auch attraktiv. Ich hatte es ja eben angedeutet, weil wir damit natürlich auch in der Personalentwicklung, Qualifizierung der Ingenieure alles anbieten können. Ja, komme ich jetzt auf einzelne Projekte zu sprechen. Fangen wir mal bei dem S-Bahn-Thema an. Ich hatte es gesagt, wir haben im S-Bahn-Bereich große Herausforderungen. Wir haben im S-Bahn-Bereich im Vergleich zu der S-Bahn Hamburg-Berlin eine komplett andere Situation. Warum? Die einen oder anderen kennen das vielleicht. Die S-Bahn in Hamburg und Berlin fährt auf Gleichstromsystemen, das heißt auf komplett eigenen Gleisen. Das heißt, die fahren nicht in Konkurrenz auf dem gleichen Gleis wie Regionalexpress, Regionalbahn oder auch ICEs, sondern die haben praktisch eigene Streckengleise. In Frankfurt ist das anders. Wir haben einfach eine Situation, dass die S-Bahn-Gleise wahrscheinlich exklusiv, der Knut Ringert sagt immer eine Zahl, ich meine Ende 30%, haben wir nur eigene Gleise für die S-Bahn. Das heißt, die S-Bahn teilt sich die Gleise mit dem Nahverkehr, mit dem restlichen Nahverkehr und dem ICE-Verkehr und dem Güterverkehr. Und dementsprechend ist es völlig klar, weil alle Züge haben unterschiedliche Geschwindigkeiten und das ist die große Herausforderung. Durch diese Inhomogenität der Geschwindigkeiten entstehen halt sehr schnell quasi Staueffekte oder Überholungssituationen und deswegen müssen wir dringend eigene Gleise für die S-Bahn realisieren und das tun wir hier bei dem viergleisigen Ausbau von Frankfurt West nach Bad Vilbel. Wir sind mitten im Bau, ich zeige euch gleich ein paar Bilder. Der erste Teil soll Ende 23 fertig werden, also bis Bad Vilbel und der zweite Teil bis Friedberg schließt sich dann an. Wie sieht das aus? Hier mal ein paar schöne Beispiele, also klassischer Gleisbau. Hier sehen Sie, das Gleis ist hier gerade geschnitten. Da fährt noch der Zug, also links fährt der Zug, rechts ist die Baustelle. Mal ein zweites Bild vielleicht. Hier sehen Sie ganz gut, da sind wir mal außerhalb des Betriebes. Also links findet der Betrieb statt auf den vorhandenen zwei Gleisen, rechts bauen wir zwei neue Gleise. Man sieht hier viel, auch viel Erdbewegungen, also gerade
Vorhin klang das Thema Tiefbau, Erdbau, konstruktiver Ingenieurbau, Oberbau. Hier kann man eigentlich alles sehen und auch für die Ausrüstungsleute, sprich die gerne die Elektroingenieure für Oberleitung oder auch TK-Ingenieure beziehungsweise LST-Experten, die haben wir eigentlich alles im Angebot hier. Gut, ja, wunderbar ist es natürlich auch, wenn der Minister mal solche Baustellen besucht. Insofern waren wir ganz froh, dass der Minister Al-Wazir jetzt vor kurzem wieder auf der Baustelle war, mit entsprechender Presse, war noch eine Politiker dabei. Ist immer gut, wenn der Minister mal nach dem Rechten guckt, wie er mal so schön sagt. Und insofern ist es für uns auch interessant. Wir realisieren diese Baustellen ja unter großer Aufmerksamkeit. Einmal natürlich, dass die Anwohner durchaus ja immer noch Beeinträchtigungen haben, was das Thema Baustellen, Staub und Lärm anbelangt. Und deswegen ist es immer wieder gut, dass wir auch Rückenwind von der Öffentlichkeit und von der Politik haben, die sagen, wir verstehen, dass Baustellen auch Beeinträchtigungen mit sich bringen, aber nachher haben halt alle davon mehr, insbesondere bei der S6, dass wir halt wirklich einen sauberen 15-Minuten-Takt dann später hinbekommen und einfach auch mehr Verkehr auf die Schiene bekommen. Sprich, gerade Richtung Mittelhessen will man ja die Mittelhessen-Expresslinie noch stärken. Und wenn ich auf die nächste Folie gleich mal blättere, das war auch so ein schönes Thema. Wir sehen ja hier auf dem Bild ganz links Bad Vilbel und rechts Glauburg-Stockbeim. Das ist eine vorhandene Regionalnetzstrecke. Und wir haben, oder das Land Hessen hat sich jetzt auch entschieden, die zu elektrifizieren und auch mehr Züge auf der Strecke fahren zu lassen. Und ohne diesen Ausbau zwischen Frankfurt West und Bad Vilbel, also ohne den S6-Ausbau, wäre es gar nicht möglich gewesen, die Vorteile eines dann anschließenden Ausbaus hier der Niedertalbahn zu realisieren. Sprich, sie könnten diese Mehrzüge, die wir hier fahren lassen wollen, die würden sie gar nicht von Bad Vilbel zum Hauptbahnhof bekommen, weil die Strecke viel zu voll ist. Das heißt, mit den 4 Gleisen dann zwischen Bad Vilbel und Hauptbahnhof schaffen wir dann auch die bessere Anbindung hier der Wetterau an die Frankfurter City. Ja, ist noch ganz früh das Projekt. Sie sehen, Vorplanung startet jetzt erst, ist erst neu entschieden worden, das Projekt, aber eine schöne Sache. Elektrifizierung, damit natürlich auch wieder Ablösung von Dieselfahrzeugen, ist fürs Klima gut. Also ich denke mal, sowohl für Menschen als auch für Klima eine gute Sache. Ja, komme ich zum nächsten Projekt. Jetzt sind wir mal nicht im S-Bahn-Bereich unterwegs, sondern vorhin war es ja beim Herrn Meinker ganz gut sichtbar, vis-à-vis des Frankfurter Hauptbahnhofes. Wir sind im Gallusviertel, wenn man so will. Und dort ist es so, dass wir heute gerade mit den Regionalexpressen, die aus Limburg kommen und aus Höchst kommen, hier in der Einfahrt zum Hauptbahnhof riesen Kreuzungskonflikte haben, quasi dahingehend, dass sich mehrere Linien treffen. Und dann quasi wir im Grunde genommen im Sinne einer Vorfahrtsregel sagen müssen, welcher Zug zuerst. Und mit diesem Homburger Damm, mit diesem Kreuzungsbauwerk können wir praktisch diese Kreuzungskonflikte lösen, kriegen mehr Pünktlichkeit in den Hauptbahnhof und können konfliktfreier den Verkehr abwickeln. Wir haben seit 2017, Anfang 2017 laufen die Hauptbauarbeiten. Ende nächsten Jahres geht es in Betrieb. Hier vielleicht mal ein paar schöne Bilder. Also das war so die Hauptbautätigkeit des Kreuzungsbauwerkes. Sie sehen relativ viele Bauarbeiter hier mitten auf diesem riesen 600 Meter lang ist es, glaube ich, Bauwerk. Und wenn man sich das mal eben in der Vogelperspektive anschaut, auf dem nächsten Bild, ich gehe jetzt mehr mit der Maus, ich glaube, man kann es erkennen, hier oben beginnt es, das Kreuzungsbauwerk, und geht praktisch hier einmal quasi als Bogen bis in den Hauptbahnhof runter, also ein riesen Bauwerk. Und hier unten sehen Sie durch, gehen dann die vorhandenen Gleise unten durch und wir schwenken dann oben auf die vorhandene Strecke ein. Also ein tolles Projekt. Wie gesagt, eben haben Sie noch das Bild gesehen, das ist ungefähr ein Jahr her und das ist jetzt aktuell. Man sieht also in einem Jahr, was sich da tut. Schönes Projekt, kompakte Bauzeit und Ende 2021 hoffen wir, wenn alles gut geht, dass wir es in Betrieb nehmen können. Ja, zweites Thema auch wieder, wenn man so will, im Bereich Hauptbahnhof. Jetzt aber die Achse Richtung Niederrad raus. Sie sehen hier im Grün dargestellt, das ist die vorhandene Strecke vom Hauptbahnhof Richtung Niederrad, die sich dann einmal Richtung Zeppelinheim verzweigt und dann weiter Richtung Westen hier auf der anderen Achse. Worum geht es hier? Das nennt sich Stadion. Wir haben hier schon im Bereich Stadion in diesem Bereich schon einige Maßnahmen abgeschlossen, habe knapp 100 Millionen Euro schon verbaut in den letzten Jahren. Wir haben aber jetzt noch fast eine Dreiviertelmilliarde zu verbauen zwischen, ja, wenn man so will, Gutleutviertel, Niederrad, Stadion bis Zeppelinheim. Dort werden wir auch zusätzliche Gleise bauen, zusätzliche Weichenverbindungen, Brücken,
Oberleitung, alles, was dazugehört, mit dem Ziel, die ganzen Verkehre, die wir aus Nordrhein-Westfalen haben, insbesondere also die ICE-Verkehre von der Neubaustrecke Köln-Rhein-Main, konfliktfreier in den Frankfurter Hauptbahnhof zu führen und umgekehrt alle Züge, die praktisch aus Süden kommen, aus der Relation Karlsruhe-Mannheim-Frankfurt oder Stuttgart-Mannheim-Frankfurt, dann in den Frankfurter Hauptbahnhof zu führen. Und da zeigt sich beispielsweise, dass so Neubaustrecken wie Wendingen-Ulm über Stuttgart 21, dann über Frankfurt-Mannheim, dass diese Neubaustrecken auch immer diesen Knotenausbau brauchen, weil sie wollen ja die ICEs schlussendlich bis in den Frankfurter Hauptbahnhof bringen. Und häufig ist so die letzten 2, 3 Kilometer, die sind das Problem. Und da wird Frankfurt Stadion eine gewaltige Entlastung bringen, wenn wir das fertig haben. Die Bauzeit wird deutlich länger sein als die anderen Projekte. Das liegt schlicht daran, dass wir sehr stark hier unter Betrieb bauen. Das heißt, wir müssen sehr stark in sogenannten Sperrpausen bauen. Das heißt, wir haben nicht diese klassische grüne Wiese-Situation, sondern bauen sehr kleinteilig. Ja, vielleicht noch mal ein paar Eindrücke. Es wird dann auch eine dritte Niederräder Brücke geben, die gebaut wird hier. Die wird auch illuminiert, also wird sicherlich auch einen schönen visuellen Eindruck haben. Das ist das Beispiel Stadion. Komme ich jetzt nochmal auf die andere Achse. Ich bin jetzt vom Hauptbahnhof hier links Richtung Osten mal im Blick. Hier haben wir die Nordmainische S-Bahn. Wir sind jetzt in den letzten Zügen der Planfeststellung für die Abschnitte Frankfurt und Maintal. Auch hier zwei neue Gleise, zusätzliche Gleise für die S-Bahn, damit wir im Grunde genommen von Hanau bis zur Konstabler Wache mit S-Bahn 11 Minuten haben wir dort an Fahrzeiten, an Gewinnern, die wir gegenüber heute haben. Insofern ist das Ziel, auch hier wieder Kapazität schaffen. Interessant wird sicherlich eine Tunnelbaustelle, die von Frankfurt Ost hier bis zur Komster Wache runtergeht. Vielleicht kennt ein oder anderen den Outdoor-Laden Globetrotter. Dahinter wird eine riesen Baugrube entstehen am Bereich Ostbahnhof und da wird eine Tunnelbohrmaschine eingesetzt, die sich dann langsam Richtung Konstabler Wache bohrt und die muss dann in der Konstabler Wache wieder rauskommen. Also sicherlich ein interessantes Unterfangen. Wir müssen auch unter der U-Bahn durch mit einer Überdeckung von einigen Metern nur. Also es wird sicherlich eine spannende Tunnelbaustelle, die wir dann ab 2023 da haben werden. Hinter Frankfurt Ost sind wir dann klassisch unter oberirdisch unterwegs bis in den Knoten Hanau hinein. Ja, Hauptbauarbeiten starten, wie gesagt, 23. Wir sind jetzt schon in der ersten Vorabmaßnahme einer Bahnübergangsbeseitigung in Hanau an der Frankfurter Landstraße. Also die ersten 30 Millionen werden schon ausgegeben, aber der größte Teil ist ja ein Milliardenprojekt, das kommt dann erst ab 23. Ja, jetzt komme ich vielleicht zu dem interessantesten Projekt der Neuzeit, das sicherlich die wenigsten noch nicht wirklich kennen. Warum ist es zu diesem Projekt gekommen, nämlich der Fehmarntunnel? Wir haben einfach die Situation, dass sich über die ganzen neuen Verkehrskonzepte und auch jetzt nochmal stark auch über den Deutschlandtakt sich immer klarer manifestiert hat, dass wir ungefähr 20% mehr Züge schon in der Prognose 2030 in den Frankfurter Hauptbahnhof einfahren lassen. Das sind S-Bahnen, das sind Regionalexpress, Regionalbahnen, das sind auch ICEs. Also in Summe sind es 20%. Und man hat sich seitens der Gutachter des Bundes und der Verkehrsexperten dann vor 1,5 Jahren auf den Weg gemacht und hat gesagt, schaffen wir denn das mit den bisherigen oberirdischen Konzepten? Es gab ja bisher oberirdische Konzepte, dass wir in Sachsenhausen im Südbahnhof ausbauen, an der sogenannten Mainbrücke und auch im Hauptbahnhof selbst. Und schlussendlich hat eigentlich die letzte Eisenbahnbetriebswissenschaft die Untersuchung gezeigt, wir schaffen über diesen klassischen oberirdischen Ausbau maximal 4 bis 5%, maximal. Und da haben dann die Experten gesagt, das reicht hinten und vorne nicht. Das heißt, wir müssen dringend über ein neues Konzept nachdenken. Und dann ist man fündig geworden, eigentlich in der Schweiz, in der sogenannten Durchmesserlinie in Zürich. Was hat man gemacht? Auch die Schweizer hatten in Zürich ein gleiches Problem, oberirdisch limitierend. Und dann haben die Schweizer gesagt, wir bauen einfach unter den vorhandenen Hauptbahnhof in der Schweiz einen Tiefbahnhof für Fern- und Nahverkehr darunter und werden dadurch quasi mehr Kapazität schaffen und binden diesen Tiefbahnhof an durch einen langen Tunnel. So hat man es schlussendlich gemacht in der Schweiz. Sehr gutes Projekt. Und man hat damit natürlich auch entsprechend mehr Kapazität geschaffen. Ganz konkret weiß ich das jetzt nicht, wie es in der Schweiz war. Wir brauchen schlussendlich mehr als 20%.
Und wir schaffen es dadurch, dass wir nicht nur mehr Bahnsteigkapazitäten schaffen, also wir reden ja über 4 Bahnsteige im Tiefbahnhof, sondern auch durch 2 zusätzliche Gleise, sowohl im Westen wie im Osten. Im Westen ist der Anschluss schon klar. Wir schließen an diese Niederrheder Brücke, die ich eben schon mal gesagt habe, an mit dem Fernbahnhof. Im Osten ist hier dargestellt, gibt es 2 potenzielle Möglichkeiten. Entweder schließen wir an die nordmainische Strecke oder an die südmainische. Das untersuchen wir gerade im Rahmen einer Machbarkeit. Ergebnisse werden wir präsentieren im Frühjahr 2021, weil dann soll auch der Startschuss, wenn alles gut läuft, für den Fernbahntunnel sein. Noch sind wir in so einer Art Projektvorstudie und wenn sich auch die Risikobewertung, die so ein Projekt braucht, sich als stabil herausstellt und beherrschbar herausstellt, dann werden wir auch im nächsten Jahr mit dem Projekt beginnen. Also, kurzum, mehr Kapazität, 20% mit einem langen Tunnel, der ist unter der Frankfurter Stadt durch. Wichtig sind auch hier die Hochhäuser. Wir müssen halt die berühmte Frankfurter Hochhauskette meiden. Wir müssen dran vorbei. Aber die Ingenieure, die jetzt in der Machbarkeit unterwegs sind, die haben da bis jetzt schon gute Lösungen gefunden. Auch nicht nur eine. Wir haben da mehrere Varianten. Das werden wir alles im Frühjahr 2021 vorstellen, was für Erkenntnisse wir da haben. So, und mit diesem Projekt werden wir dann in der Lage sein, auch zukunftsfähig zu sein. Ist mir nochmal ein ganz wichtiges Thema, weil manchmal wird dieses Thema mit Stuttgart 21 verglichen. Es ist insofern eine andere Lösung, weil wir ja hier den Hauptbahnhof oben lassen. Der bleibt in seiner Funktion zu 100% erhalten, auch in seiner Kapazität. Und wir schaffen eigentlich einen weiteren Bahnhof in der Tiefe dazu. Ja, also wir haben eine andere Situation. Wir brauchen hier deutlich mehr Kapazität. Und deswegen haben wir einen zusätzlichen Bahnhof. Es gab auch mal Überlegungen, einen zusätzlichen Bahnhof irgendwo anders hinzubauen. Aber schlussendlich haben die Experten gesagt, wenn ich einen zentralen Bahnhof habe, wo ich die Umsteigebeziehung von oben nach unten habe, wo ich dann einen zentralen Umsteigespot habe, ist das immer besser als diese verteilten Bahnhöfe, weil sie dann natürlich auch so eine polyzentrische Bahnhofsstruktur bekommen, die nicht immer optimal ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Gut, dann würde ich zum nächsten Thema kommen. Ja, jetzt bewege ich mich ein Stück weit raus. Herr Bläs lächelt schon, jetzt komme ich zur Wallauer Spange. Die Wallauer Spange, die ein eigenes Projekt darstellt, aber im Bedarfsplan immer unter dem Thema Frankfurt-Mannheim noch mitläuft, aber inzwischen eigentlich ein eigenes Projekt mit eigenem Verkehrswert beinhaltet. Um was geht es? Wir wollen zwischen Wiesbaden und dem Frankfurter Flughafen, das ist hier oben links dargestellt, eine weitere Spange bauen, quasi einen Anschluss an die Neubaustrecke Frankfurt-Köln, die ja hier verläuft. Und die Idee ist es, dass wir mit dieser Spange und gleichzeitig, das ist hier unten dargestellt, mit der Anbindung, der Nordanbindung Darmstadts von der Neubaustrecke Rhein-Main-Rhein-Neckar, da komme ich gleich noch drauf, es schaffen, dass wir zwischen Wiesbaden und Darmstadt eine neue Infrastrukturverbindung haben, wo wir einen schnellen Hessen-Express, also einen schnellen Regionalexpress fahren lassen können, der schlussendlich in 15 Minuten vom Wiesbaden am Flughafen ist oder 15 Minuten in Darmstadt, also sprich am Flughafen, das heißt am ICE-Bahnhof oder auch je nachdem, wenn einer mit dem Flieger fliegen will, natürlich auch oder umgekehrt. Wer jetzt von Wiesbaden nach Darmstadt pendelt, kann natürlich sitzen bleiben im Hessen-Express und kann dann praktisch umsteigefrei von Darmstadt nach Wiesbaden im Regionalexpress in 30 Minuten plus ein bisschen Haltezeit am Flughafen fahren. Das ist die Idee. Und wir haben vorhin war ja die Zahl 30er Jahre, habe ich verstanden, Herr Bläst. Also Ende 26 sollen die ersten Züge rollen. Ist ein ambitionierter Plan. Wir sind aber guter Dinge, dass das läuft. Es ist auch noch in Diskussion ein Haltepunkt, der soll bei Delkenheim sein, quasi um noch mehr Effekte für den Hessen-Express und für diese Linie zu bekommen, im Hinblick auf die Einsteig- und Aussteigebeziehung hier in dem Bereich IKEA Wallau. Ja. So, das war das Thema da Wallauer Spange. Ist, glaube ich, ein interessantes Projekt und für uns auch, wenn man sich überlegt, wie lange große Projekte dauern. Also, wenn es wirklich gelingt, 26 fertig zu werden, dann ist es auch mit eines der schnellsten Projekte, die in Deutschland wahrscheinlich jemals in der Größenordnung realisiert worden sind. So, dann mache ich weiter. Hier ist nochmal, ach so, hier ist nochmal ein Bild, das hatte ich jetzt vergessen. Hier ist nochmal ein Bild von der Wallauer Spange. Links, wenn ich das jetzt richtig sehe, jetzt muss ich gucken. Links müsste jetzt das Thema IKEA sein. Also hinten der IKEA kennen ja die meisten hier. Wer hier würde ungefähr der Haltepunkt sein.
Hier unten ist dann Delkenheim, hier sind noch ein paar Aussiedlerhöfe und hier würde der Haltepunkt, und hier sehen Sie praktisch schon den Hessen Express auf einem neuen Gleis, der würde dann hier weiterfahren, dann die Autobahn queren und hinter der Autobahn dann quasi einschwenken auf die Strecke Frankfurt-Köln und dann am Flughafen quasi einfahren. Interessant wird es auch sein, der wird einfahren auf den ICE-Gleisen, also im Fernbahnhof und nicht im Regionalbahnhof. Ja, komme ich zur Neubaustrecke. Das ist praktisch der Teil, die ich eben schon dargestellt habe. Hier gibt es ja auch, das ist praktisch von hier oben, das ist der Hessen Express, der würde von hier oben fahren nach Darmstadt rein. Aber das Ziel dieser Neubaustrecke ist es natürlich nicht nur für den Hessen Express eine neue Infrastruktur zu bauen, sondern der Hauptzweck ist, eine neue Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim zu errichten. Wir haben heute hier gelb dargestellt die sogenannte Riedbahn. Da fährt im Wesentlichen heute der ICE-Verkehr und viel Nahverkehr. Und wir haben die Main-Neckar-Bahn, die sehr stark auch Nahverkehrs hat, etwas weniger ICE-Verkehr, aber auch sehr viel Güterverkehr hat. Hier geht es nach Frankfurt hoch übrigens. Und es geht darum, dass diese beiden Hauptverkehrsachsen, Riedbahn und Main-Neckar-Bahn, heute dermaßen voll sind, dass wir keinen Zug mehr drauf bekommen, weder Nahverkehrszug noch Güterverkehrszug noch ein ICE. Vielleicht nachts, da geht noch ein bisschen was, aber ansonsten sind wir am Tag völlig limitiert und wir brauchen schlicht mehr Kapazität. Einer der größten Engpässe in ganz Europa übrigens, also wir reden nicht über ein deutsches Problem, wir reden sogar über ein europäisches Problem, weil der Güterverkehr in der Nord-Süd-Relation, Stichwort Korridor A, Rotterdam-Genua, natürlich extrem auch diesen Abschnitt nutzt. Und dort sind wir wirklich limitiert und deswegen ist es sehr wichtig, dass dieses Projekt realisiert wird. Wir sind in einer Bürgerbeteiligung seit einigen Jahren und werden in den nächsten 4 Wochen werden wir hier eine Entscheidung treffen. Hier sehen Sie ja noch verschiedene Trassen, Alternativen, verschiedene Varianten. Ich kann Ihnen versprechen, Mitte November, Ende November werden wir dort öffentlich die Variantenentscheidung verkünden in der Bürgerbeteiligung. Das wird sicherlich auch medial eine große Bedeutung haben. Es wird eine Neubaustrecke sein, die am Tag für schnellen ICE-Verkehr geeignet ist, bis zu 300 km/h. Wir gehen also auch wieder auf höhere Geschwindigkeiten. Ich halte es auch für richtig, weil wenn Sie schlussendlich marktfähig sein wollen, auch gegen das Thema Flugzeug, müssen wir auch wieder in schnellen Geschwindigkeiten denken wie die Japaner. Das ist, glaube ich, völlig richtig. Und nachts wird aber dort kein ICE-Verkehr stehen. Nachts kommt der Güterverkehr auf die Strecke. Und dementsprechend ist es eine Mischnutzung am Tag ICE, nachts Güterverkehr. Und der Vorteil ist halt für die gelben Strecken, wenn der ICE-Verkehr am Tag von der Riedbahn runterkommt, wo er heute fährt, ist völlig klar, dass damit jetzt Möglichkeit ist, mehr Nahverkehr zu fahren. Gleiches gilt praktisch für die Main-Neckar-Bahn, auch dort, sodass quasi wir eigentlich eine Verbesserung haben für den Nahverkehr, für den ICE-Verkehr. Und auch für den Güterverkehr. Also alle drei Verkehrsarten werden profitieren. Mehr geht eigentlich nicht. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt in den nächsten 3 Wochen auch ganz gut über die Bühne läuft. Wir sind eigentlich, glaube ich, guter Dinge. Wir haben eine sehr gute Bürgerbeteiligung gemacht. Wir haben sehr viele Varianten geprüft, die auch von Verkehrsorganisationen vorgeschlagen wurden, wie der Verkehrsclub Deutschlands. ProBahn hat Vorschläge gemacht. Wir haben alles bewertet, transparent. Und wir glauben jetzt, wenn wir die Bewertungsergebnisse auf den Tisch liegen, dass wir dann auch zu einem nachvollziehbaren, transparenten, rechtlich belastbaren und auch verkehrlich guten Ergebnis kommen. Gut, jetzt schaue ich mal Richtung Osten von Frankfurt nochmal. Ich hatte ja vorhin das Thema nordmainische S-Bahn angesprochen bis Hanau. Wir haben aber auch zwischen Hanau und Fulda noch Engpässe. Das ist die Kinzigtalstrecke. Der Herr Behrendt ist ja hier auch dabei im Forum heute oder in der Runde. Er kennt das ja bestens hier, ist ja seine Heimatregion. Auch dort wollen wir 2 zusätzliche Gleise realisieren. Wir haben hier auch im Rahmen einer Bürgerbeteiligung in einem transparenten Planungsprozess festgelegt, wo diese 2 neuen Gleise liegen werden. Und zwar wird es so sein, dass die schnellen ICE-Gleise innen liegen, die 2, und die Nahverkehrsgleise außen liegen. Das heißt, die Außenbahnsteige werden dann für den Nahverkehr sein und innen wird der ICE dann durchfahren können, sodass die sich dann nicht mehr behindern, wie heute die ICEs mit den Nahverkehrszügen. Wir sind jetzt dabei, für den 4-gleisigen Ausbau der Mitte der 20er Jahre startet, die Entwurfsplanung und Planfeststellung auf den Weg zu bringen. Wir sind aber schon im Bau eingestiegen mit dem ESTW Gelnhausen und Brückenbaumaßnahmen. Also die ersten 80 Millionen sind eigentlich schon auf den Weg gebracht. Und der große Teil, die ungefähr 1,3 Milliarden, wird das Ganze mal kosten. Der größere Teil wird dann in den nächsten Jahren jetzt sukzessive
dazukommen und der größte Teil wird dann ab Mitte der 20er Jahre realisiert werden. Wird eine große Herausforderung sein, weil wir müssen bauen und gleichzeitig Betrieb aufrechterhalten. Hier im Gegensatz zu Frankfurt-Mannheim, Rhein-Main-Rhein-Neckar bauen wir eine Neubaustrecke auf der grünen Wiese. Da stören wir ja weder den Schienenverkehr noch den Straßenverkehr. Da wird es eigentlich relativ einfach sein, insbesondere weil der Schienenverkehr nicht gestört wird. Hier bauen wir neben den vorhandenen Gleisen und insofern ist die Herausforderung da deutlich größer, was die Koordination baubetrieblich anbelangt, mit dem vorhandenen Verkehr, dass man gleichzeitig bauen und fahren kann, immer unser großes Thema. Ja, jetzt gucke ich weiter, Gelnhausen, das ist der zweite Teil. Ab Gelnhausen wird es dann eine Neubaustrecke geben. Warum baut man nicht entlang der bestehenden Strecke die Neubaustrecke? Das liegt schlicht daran, dass die so kurvig ist, dass man hier eigentlich keine vernünftigen Fahrzeiten mehr hinbekommt. Und wenn man schon eine Neubaustrecke baut, wo wir gesagt haben, wir wollen ja auch höhere Hochgeschwindigkeitszüge fahren lassen, dann hat es sich hier einfach angeboten, eine Neubaustrecke zu machen. Wir haben verschiedene Varianten geprüft im Rahmen des Trassenauswahlverfahrens. Die Raumordnung läuft jetzt gerade. Wir haben uns schlussendlich für die Variante 4 entschieden, weil sie umweltfachlich war sie ein klein wenig besser als die Variante 7, die vielleicht der eine oder andere noch kennt. Aber das Hauptaugenmerk war ganz klar verkehrliche Aspekte. Verkehrlich ist die einfach besser. Und das ist der Grund und hatte auch nochmal einen signifikanten Kostenvorteil, muss man auch nochmal dazu sagen. Also deswegen haben wir gesagt, die Variante 4 wird die Vorzugsvariante der Bahn. Ist jetzt in der Raumordnung und wenn die Raumordnung durch ist, dann müssen wir noch einmal ins Parlament. Das ist vielleicht auch ein Stichwort, was ich kurz mal erwähnen möchte. Es ist neu. In Deutschland hat man für die Bahnprojekte vielleicht eine interessante Entwicklung. Übrigens, die Bahn ist meines Erachtens im Bereich öffentlicher Verkehrsträger der erste Bereich, der das macht. Alle außer Neubauprojekte, die der Bund macht, also aus dem sogenannten Bundesverkehrswegeplan, müssen nach der Vorplanung und der Variantenentscheidung dem Parlament vorgelegt werden. Der Hintergrund ist, das Parlament entscheidet dann praktisch über die Finanzierung dieses großen Projektes, gibt die Finanzierungsfrei und wenn einmal die Finanzierungsfrei gegeben ist, dann gibt es eine Realisierungsverpflichtung, dass das Projekt auch gebaut wird. Also einmal ins Parlament und damit ist eigentlich die Finanzfreigabe da. Es gibt einen zweiten Aspekt, der wichtig ist. Im Parlament gibt es die Möglichkeit, dass die jeweiligen Regionen, die von dem Ausbauprojekt betroffen sind, und wir hatten das hier zwischen Hanau und Gelnhausen beispielsweise, die Regionen sagen kann, ob sie zu der Variantenentscheidung der Bahn, ob sie zusätzliche Forderungen hat, die übergesetzlicher Art sind. Das könnten zum Beispiel Forderungen sein für übergesetzlichen Schallschutz, dass man noch mehr Schallschutzwände haben will oder zwischen Hanau und Gelnhausen war es, die wollten quasi bessere Ausstattung der Bahnsteige, Gestaltung von Schallschutzwänden. Das heißt, die Region, mein Ginzig-Kreis, hat gesagt, wir hätten gerne zu der Variantenentscheidung noch etwas mehr, wo die Bahn und auch der Bund, also das Verkehrsministerium, nicht alleine die Legitimation gehabt hätten zu sagen, ich bezahle das. Es ging um 50 Millionen Euro, schon ein veritabler Betrag. Und es ist dann so im Verfahren geregelt, dass eine Bundestagsfraktion dieses Bürgerbegehren aufnehmen muss, also eine der Fraktionen im Deutschen Bundestag muss einen Entschließungsantrag formulieren und der wird dann im Verkehrsausschuss behandelt und schlussendlich muss das Parlament diesen Mehrkosten der 50 Millionen Euro zustimmen. Und das ist auch genauso gelaufen. Das zweite Projekt, was so abgearbeitet worden ist, ist die Fehmarn-Weltquerung Richtung Dänemark. Dort hat man das auch so gemacht. Das heißt, die Idee ist, dass die Bürger vertreten durch ihre Kommunen und Landräte und Kreistage die Möglichkeit haben, bei der Variantenentscheidung nochmal spezielle Forderungen zu erheben und das Parlament schlussendlich diese Forderungen entweder beschließen kann, im positiven Sinne, im Sinne der Finanzierung, oder sagen kann, nein, wir halten die Forderung nicht für erforderlich, auch unter Volkswirtschaftssicht und Gemeinwohlsicht nicht für akzeptabel. Das kann auch sein. Ist also quasi die Möglichkeit, die Bürger nochmal schlussendlich formal an der Entscheidung zu beteiligen. Wichtig ist aber, es geht nur um die Finanzierung. Baurechtsverfahren und Planrechtsverfahren, da greift das Parlament und die Politik nicht ein. Das bleibt wie hier ganz normal. Also wir müssen ganz normal Baurecht beantragen und die Möglichkeiten, dass natürlich dort jemand klagen kann, die bleiben bestehen. Das wird dadurch nicht unterwandert. Es geht nur um Finanzierungsfragen. Gut, dann mache ich mal weiter. Komme ich vielleicht zur Quintessenz aus den Projekten. Ich habe jetzt mal eine kleine Auswahl gestellt. Wo stehen wir heute?
Sie haben ja dieses Frankfurt Rhein-Main Plus Ausbauprojekt gesehen. Ich hatte Ihnen jetzt Projekte vorgestellt, die schon jetzt in der Zukunft gebaut werden oder im Bau sind. Wir haben aber auch schon was geschafft. Wir haben eine Ausbaustrecke, Neubaustrecke Hanau-Landenbach, 8 Kilometer Neubaustrecke im Bereich Unterfranken, also im Aschaffenburger Bereich Richtung Würzburg realisiert. Schönes Projekt, 30 Kilometer haben wir im Grunde genommen mit ausgebaut, aber 8 Kilometer war klassischer Neubau mit einer langen Tunnelkette. Das war 2017 war fertig geworden. 2018 haben wir das elektronische Stellwerk in der Tunnelstammstrecke in Frankfurt realisiert. Der eine oder andere weiß das, weil wir ja doch mehrwöchentlich in den Sommerferien den Tunnel sperren mussten. Ist aber sehr gut gelaufen, technisch einwandfrei und das neue Stellwerk bringt auch mal richtig positive Effekte. Ja, jetzt Ende letzten Jahres auch ein schönes Projekt, Gateway Gardens, also die neue S-Bahn-Verbindung vom Hauptbahnhof in den Regionalbahnhof mit Anschluss des neuen Stadtteils Gateway Gardens. Auch 3 Jahre Bauzeit ist sehr gut gelaufen. Wir sind sehr froh, dass das so gut funktioniert hat. So, das sind die Dinge, die schon passiert sind. Und jetzt sind die Dinge, die kurzfristig auflaufen. Also wir haben angefangen bei der Nordmainischen S-Bahn bei dem Bahnübergang. Ab 2023 geht es dann in Frankfurt und Maintal los. Ich hatte eben gesagt, mit der Tunnelbaustelle auch. Hanau-Gelnhausen haben wir angefangen mit dem ESDW. Dann hatte ich gesagt, ab Mitte 22er Jahre dann sukzessive der viergleisige Ausbau und Knotenstadion geht es nächstes Jahr los. Insbesondere hier sicherlich in Niederrad. Da wird man irgendwann auch die Brückenbaubaustellen sehen und den mehrgleisigen Ausbau. Und danach, das habe ich hier noch nicht dargestellt, kommen dann die ganz großen Sachen wie Frankfurt-Mannheim oder die Neubaustrecke Gelnhausen-Fulda. Und natürlich auch noch so Teile wie S6, zweite Baustufe, Regionaltangente West, auch ein wichtiges Projekt, was zwar jetzt nicht bei der Bahn läuft, aber bei der Regionaltangenten, bei der RTW GmbH, mit dem wir eine enge Kooperation haben, das ist ja auch ein wichtiges Projekt für die Region. Ja, jetzt würde ich gerne noch mal vielleicht 5 Minuten verwenden auf die Frage, wie arbeiten wir? Ganz kurz, wir haben ja eben gesagt, 500 Mitarbeiter. Unter Corona-Zeiten hat sich das natürlich alles verändert. Wir haben uns seit 1,5 Jahren, 2 Jahren sind wir dabei bei agilen Projektmanagement-Methoden, die man sehr stark aus dem Hochbau kennt. Also wir arbeiten da in sogenannten Big Rooms. Vielleicht sagt dem einen oder anderen was, Last Planner-Methode, Jira sind das so, also IT-Tools im Sprint-Modus nennt man das auch, kooperative, agile Projektmanagement-Arbeitsmethoden. Falls das interessant ist, können wir da auch nochmal vielleicht separat drauf eingehen. Habe ich aber heute nur ein Thema mal mit. Für uns ist das interessant, weil wir von den 500 Mitarbeitern quasi 480 im Homeoffice haben. Und das bei hunderten von Projekten. Und jetzt kann man sich ja vorstellen, wie schafft ihr denn die Bauprojekte, wenn ihr im Grunde genommen im Homeoffice seid? Und das ist im Grunde genommen so die Quintessenz. Wir sind als Bahn halt sehr stark vor 2 Jahren eingestiegen in die Digitalisierung mit dem Microsoft 365 Grad Produkten und sind praktisch voll digital. Das heißt, sowohl die ganze Projektdokumentation ist digital. Wir nutzen natürlich sehr stark das Microsoft Teams und sind jetzt dabei, auch die Zusammenarbeitsmodelle Jira, das sind so Aufgabensysteme quasi, wo sie digital an verschiedenen Standorten sitzende Mitarbeiter im Aufgabenmanagement koordinieren. Kollegen aus Süd, die machen das dann auch mit Kollegen aus Österreich. Das heißt, sie sind im Grunde genommen standortunabhängig und können an einem Projekt arbeiten. Ja, also das sind so Themen, an denen wir gerade extrem arbeiten, weil wir müssen praktisch immer stärker in die digitale Welt einsteigen. Weiteres Thema, was eine Riesenrolle spielt, ist Bürgerbeteiligung. Ich hatte es eben schon mal dargestellt. Da ist vielleicht auch ein Stück weit die Region Hessen hier Vorreiter. Es gibt, glaube ich, keine Region, wo so viel Bürgerbeteiligung gemacht wird. Wir haben alleine 4 große neuen Ausbaustrecken mit Bürgerbeteiligung. Da sitzen bis zu 80 bis 100 ja, Bürger und Vertreter von NGOs. Hier sind jetzt mal ein paar Beispiele. Wir haben natürlich Bürgerinitiativen ganz stark dabei, Vereine, Gewerkschaften, Umwelt- und Naturschutzverbände, Wirtschaftsverbände, Verkehrsverbände, Fahrgastverbände, die Kammern sind dabei, die IAKs, sehr stark auch Abgeordnete, gerade Landtags- und Bundestagsabgeordnete interessiert das sehr. Die sind häufig dabei, die Behörden sind dabei, die Kommunen natürlich durch ihre Bürgermeister, Landräte, also Landkreise, Landräte, Ministerium ist dabei und wir natürlich mit einer externen Moderation. Und für uns ist das extrem wichtig, dass wir sehr früh diese Trassen- und Variantenentscheidung in diesen Bürgerbeteiligungsverfahren darstellen und auch die Bürger quasi nicht mitentscheiden lassen. Das ist wichtig, weil wir müssen als Vorhabenträger entscheiden. Das ist in Deutschland so, weil wir sind ja auch diejenigen, die am Ende im Baurechtsverfahren für die Varianten gerade stehen müssen. Aber
die hier Beteiligten können Ideen einbringen, sie können ihre Meinung sagen, wir diskutieren das, sodass jeder eigentlich weiß, wie ist eigentlich diese Variantenentscheidung zustande gekommen. Das ist das Entscheidende. Und wir machen das mit einem Entscheidungskriterienkatalog. Und dieser Entscheidungskriterienkatalog, der wird hier vorgestellt, wird auch diskutiert. Insofern haben wir da aus unserer Sicht maximale Transparenz. Es gehört aber auch, und das zeigt man hier, Bürgerbeteiligung vor Ort. Das war jetzt ein Beispiel hier. Ich glaube, das war sogar am Hessentag in Bad Hersfeld hier. Wir haben so ein Infomobil, wo wir dann vor Ort sind, wo sich die Leute informieren können. Hier, das war am Hessentag, sehe ich gerade, in Bad Hersfeld. Ja, also da sind wir aktiv unterwegs. Vorletztes Thema, eben schon mal Digitalisierung. Nicht nur agile Projektmanagement-Methoden, wir sind auch sehr stark in dem Thema Building Information Modeling unterwegs. Wir wollen Building Information Modeling als digitale Planungs- und Baumethode etablieren. Wir haben angefangen von Piloten und wollen jetzt eigentlich sukzessive, dass wir irgendwann perspektivisch jedes Projekt mit BIM machen. Ein Riesenthema, kann ich Ihnen sagen, auch hochkompliziert, weil so einfach, wie sich das manchmal immer anhört, ist es nicht, insbesondere in den nicht klassischen Baugewerken, also im konstruktiven Ingenieurbau ist das noch relativ einfach, aber gehen Sie mal in die Ausrüstungstechnik, Telekommunikation, Signaltechnik, durchaus anspruchsvoll, weil daher kommt das nicht. BIM ist erfunden worden im Hochbau und die Ausrüstungstechnik hat Spezifika, die eine besondere Rolle spielen. VR spielt eine große Rolle, gerade wir versuchen mit VR-Technologien praktisch neue Strecken zu visualisieren, sodass man das hier in dem Beispiel live erleben kann. Man kann aber auch Techniker, die praktisch sich Probleme entlang eines 3D-Modells mit VR angucken. Also da ist noch viel möglich. Wir setzen sehr stark Künstliche Intelligenz ein. Ein Beispiel vielleicht, was gar nicht so vielleicht geläufig ist, im Bereich von Planfeststellungsverfahren bekommen wir tausende von Einwendungen, ja, Schriften. Und wir haben Tools, die wir in Startups, wir kooperieren sehr stark mit Startups. Wir haben in Berlin eine sogenannte Mindbox, wo wir regelmäßig quasi Startups die Gelegenheit geben, im Rahmen von Hackathons und Ähnlichen ihre Ideen vorzustellen, Produkte zu testen, und die Gewinner dürfen dann bei uns erstmal ihre Ideen weiterentwickeln, bekommen Budget und können ihre Produkte weiterentwickeln. Und wir haben gerade im Bereich KI beispielsweise in einem Bereich Tausende von Dokumenten, Softwareentwicklung, die praktisch intelligent mit KI diese Dokumente durchsucht, nach Argumenten durchsucht und die dann sortiert. Es gibt aber auch technische KI-Themen, digitaler, intelligenter Beton zum Beispiel. Man kann sich vorstellen, Sie haben eine Bahnsteigkante und diese Bahnsteigkante zeigt Ihnen visuell mit LEDs oder in den Beton integrierten LEDs an, entlang der Bahnsteigkante, welches Abteil gerade voll oder nicht voll ist. Also da, wo Sie 100 Meter grün haben, da wissen Sie, das Abteil ist leer und die nächsten 100 Meter ist rot, sodass Sie schneller ein- und aussteigen können. Was ganz Triviales. Also da gibt es ganz viele Themen. Sensorik spielt eine große Rolle. Also da haben wir ein großes Feld, was wir ausprobieren und pilotieren. 3D-Druck spielt natürlich in der Instandhaltung eine große Rolle. Ja, BIM habe ich schon gesagt. Das ist jetzt hier mal so ein Modell aus dem Fernbahntunnel. Den werden wir mit BIM machen. Hier sehen Sie die beiden neuen Röhren beispielsweise. Wir sind jetzt hier unter der Erde gerade, aber das ist nur eine Visualisierung. Ja, schlussendlich wollte ich noch mal ein bisschen Eigenwerbung sagen. Wir suchen natürlich auch viele neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, und wir sind immer froh, wenn wir Bau-, Wirtschafts- oder Elektroingenieure oder Maschineningenieure, Ingenieurinnen gewinnen können. Auch Umwelt spielt bei uns eine Rolle und will damit sagen, wir bieten immer gerne auch Praktikumsplätze an und natürlich auch gerne Einstiegsbereiche für Absolventen, sowohl Bachelor- als auch Master-Absolventen. Wir haben eigentlich alles, was man sich so vorstellt. Also das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant und vielfältig und stehe gerne für Fragen jetzt bereit. Dankeschön erstmal für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Bolte. Das hat mir jetzt auch als Hochschullehrer sehr gut gefallen. Sie haben sich schon eingangs mit der Darstellung des Zusammenhangs zwischen Verkehr, Stadt und Umweltplanung sozusagen qualifiziert, auch bei uns Lehrbeauftragter zu werden, weil das ist unser grundlegender Ansatz, dass wir bei allen Details, die wir vermitteln müssen, bei allen technischen Planungsdetails dann immer im Hinterkopf behalten, dass all das zusammenhängt und dass jedes einzelne Projekt wir auch vor diesem Hintergrund, vor diesem Zusammenhang beurteilen müssen, im Hinterkopf haben müssen. Auch die letzten Darstellungen zu ihren Arbeitsweisen, ich denke, das ist auch nochmal für die Studierenden interessant. Das ist vor allem auch für uns interessant, vielleicht
müssen wir uns an anderer Stelle gelegentlich mal unterhalten, in welche Richtung wir unsere Lehre auch weiterentwickeln müssen, Gerne, ja. was da draußen gebraucht wird. Ja. Ja, Sie haben jetzt die Projekte dargestellt, ganz deutlich aus der übergeordneten Perspektive, mit Blick in Richtung Europa, ist natürlich ganz, ganz wichtig, mit Blick auf den Fernverkehr, auf den Regionalverkehr. Und da hängt dann ja letztlich die Verknüpfung auch in die einzelnen Kommunen mit drin. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt einfach mit dem Input von Herrn Behrendt weitermachen, der sozusagen dann die eine Ebene tiefer geht in der räumlichen Betrachtung. Und die Fragen, es sind jetzt nicht viele Fragen aufgelaufen im Chat, aber die können wir vielleicht nachher nochmal gemeinschaftlich kurz behandeln. Herr Behrendt, jetzt müsste irgendjemand Ihnen die Rechte geben. Sichtbar ist? Ist die Präsentation sichtbar? Hallo? Noch nicht, ich sehe sie noch nicht. Ich habe sie jetzt bei mir auf dem Desktop. Wenn es nicht funktioniert, dann müssten wir mit der lokalen Variante weitermachen, ist auch kein Problem. Ja, so, wollen Sie es lokal machen? Also ich habe sie freigegeben und bei mir ist sie auf dem Bildschirm, aber offensichtlich ist sie dann nicht sichtbar. Ich weiß nicht. Herr Behrendt, ich gebe sie frei. Ist sie jetzt sichtbar? Ja, gut, okay. Gut, dann versuche ich mal ein bisschen Zeit rauszuholen. Es war ja gewünscht, dass ein paar Worte vorher gesagt wurden zu den einzelnen Referenten. Also mein Name ist Christian Behrendt. Ich habe eigentlich mal Biologie studiert, aber seit Ende der 1980er Jahre bin ich im Bereich privates Planungsbüro unterwegs im ÖV. Dort allerdings mit dem Schwerpunkt zunächst mal Fahrgastinformation, Datenhaltung, Datenmanagement, aber auch Angebotsplanung im Wesentlichen im Bereich Bus. Parallel dazu bin ich auch ehrenamtlich seit dieser Zeit unterwegs bei, hieß früher mal Bürgerverband zur Förderung des Schienenverkehrs, ProBahn, ProBahn und Bus, VCD-Mitglied bin ich auch und habe mir insofern diese ganze Startzeit des RMV seit Anfang der 1990er Jahre auch live miterlebt. Ja, und jetzt seit Anfang 2019 bin ich beratend für das Dezernat 5 der Landeshauptstadt Wiesbaden täglich in dem Bereich Schienenverkehr, aber im Wesentlichen EBO, also klassischer Eisenbahnverkehr, denn die Citybahnplanungen werden ja von der Citybahn GmbH im Wesentlichen inhaltlich betreut. Bitte die nächste Folie. Mal ein kurzer Überblick, wo eigentlich die Änderungsursachen der letzten Jahrzehnte lagen. Hier ist abgebildet die Situation im Schienengüterverkehr, Zugangspunkte aus einem Gutachten von 2005. Das sieht noch relativ bunt aus. Nächste Folie bitte. Aber wenn man mal den heutigen Zustand sich anschaut, dann sind von den damaligen Zugangsstellen praktisch kaum noch letzte Reste übrig geblieben. Also klar, rund um Wiesbaden-Ost, das funktioniert noch bei der Industrie. Aber selbst so Kleinigkeiten wie die Versorgung von Henkel an der Ahrtalbahn, die nach wie vor infrastrukturell möglich wäre, sind heute nicht mehr gegeben, weil ganz einfach die wirtschaftlichen und logistischen Voraussetzungen, damals ging es darum, dass die keine Kesselwagen gestellt bekommen haben, darf man gar keinem erzählen, heute nicht mehr da sind. Das heißt also, ein Großteil dieser Nebengleise, dieser Schieneninfrastruktur ist heute vom Netz abgehängt, ist praktisch nicht mehr da, ist abgebaut oder schon in anderer Nutzung. Das ist bis zu einem gewissen Grad sicherlich akzeptabel, aber, und deshalb zeige ich diese Folien, es wird dann problematisch, wenn es an die Hauptgleise rangeht, wenn man sich fragt, wo brauchen wir Ausbauoptionen, was kann künftig erfolgen? Und da ist es natürlich wichtig, dass diese Ausbauoptionen gegenüber den Kommunen, und da spreche ich nicht nur für Wiesbaden, auch rechtzeitig kommuniziert werden. Wo es noch geklappt hat, das ist ziemlich in der Bildmitte, das ist dieser 180-Grad-Schlenker, der mit Dückerhofbruchdeponie beschriftet ist. In dem Bereich soll es die sogenannte Igelsteinkurve geben, die später für den Güterverkehr mal wichtig
sein wird. Da besteht seit 10 Jahren Baurecht, aber das Baurecht wird im Moment nicht wahrgenommen. Also man zeigt hiermit, es ist Trassensicherung zwar da, aber wir kommen in dieser Sache nicht so recht voran, wie man sich das eigentlich wünschen würde. Nächste Folie bitte. Ich will das nochmal konkretisieren. Hier ist ein Luftbild von Wiesbaden-Erbenheim. Sie sehen hier eine ganze Menge Gleisachsen. Das Gelbe und das Magentafarbene waren mal Weichen. Da fehlen übrigens noch Gleisachsen. Was ich Ihnen damit sagen will, ist eigentlich die Kernbotschaft, dass durch in der Folge von Mora C unglaublich viel Eisenbahnfläche sozusagen freigesetzt worden ist, die zum Teil sinnvoll städtebaulich umgesetzt worden ist. Das sind teilweise diese südlichen Gleise, die Sie da sehen. Aber, und jetzt kommt das Problem, bitte die nächste Folie, ich straffe jetzt etwas. Es wird dann halt kritisch, wenn es ans Eingemachte geht. Dieser Haltepunkt soll ja modernisiert werden. Da müssen neue Bahnsteige mit 76 Zentimetern hin, damit das künftige Betriebskonzept dort gefahren werden kann. Mit Fahrzeugen, die eben diese Einstiegshöhe haben. Der Bahnsteig soll verlegt werden auf kommunalen Wunsch. Und wohin wird er verlegt? Natürlich ausgerechnet in die zweite, früher vorhandene Gleisachse. Will also sagen, man zieht sich bedingt durch die Entscheidungsprozesse der letzten Jahre und Jahrzehnte auf eine Minimalinfrastruktur zurück und außen herum findet dann anderweitige Nutzung statt. Und das ist im Einzelfall sicherlich vertretbar, aber in manchen Fällen eben halt auch nicht. Das ist ein grundsätzliches Problem, das haben wir überall. Ich wollte es hier nur mal beispielhaft aufgezeigt haben, weil gerade die Lenchesbahn, das ist die Strecke von Wiesbaden nach Niedernhausen, wo jetzt dieser Haltepunkt liegt, ist ja nur noch ein Haltepunkt, kein Bahnhof mehr, noch in der Diskussion steht, wie künftige Betriebskonzepte da aussehen. Nächste Folie bitte. Der gegenwärtige Zustand, über den muss ich jetzt nicht viel Worte verlieren. Das ist das, was man eigentlich überall hat. Herr Bolter hat es zu Recht ja angesprochen. Wir haben erhebliche Qualitätsmängel, die stets und ständig auftretenden Verspätungen, dadurch natürlich Anschlussverluste in den Umsteige- und Knotenbahnhöfen. Wir haben Zugausfälle. Das hat uns hier gerade bei der Rheingau-Linie von Frankfurt über Wiesbaden nach Koblenz die letzten Monate, muss man mittlerweile schon sagen, getroffen, wo also regelmäßig ausgerechnet die Verstärkerzüge ausgefallen sind bei zugleich wieder hochlaufendem Fahrgastaufkommen. Also es ist ja nicht so, dass nach Corona die Züge leer wären. Im Gegenteil, wir haben hier auch am Wochenende erheblich gut ausgelastete Züge, kommt man mit dem Fahrrad teilweise gar nicht mehr rein. Also hier sind sicherlich erhebliche Qualitätsmängel und das hat Herr Bolte ja angesprochen. Gemeinsames Ziel muss es sein, die entsprechend durch ausgebaute Schieneninfrastruktur zu beseitigen. Punkt 2, die Stationen sind nicht wirklich barrierefrei. Nicht mal der Wiesbadener Hauptbahnhof. Das ergibt sich einfach daraus, dass die 76er Bahnsteige eben von unterschiedlichen Zügen, S-Bahn 96 bis eben andere Züge, die eine niedrigere Einstiegshöhe haben, angefahren werden. Dann ist noch das taktile Leitsystem kaum installiert und. Also ich will sagen, hier ist ein erheblicher noch Nachholbedarf. Was wir inzwischen erreicht haben, gemeinsam mit den Beteiligten, auch mit DB, Station und Service Netz und aber auch mit dem RMV, ist das zumindest mal entlang der Lenchesbahn, die 3 Stationen auf Wiesbadener Gemarkung modernisiert werden mit entsprechender 76 cm Höhe. Das soll baulich, wenn alle Stricke halten, nicht reißen, bis Dezember 2022 umgesetzt werden. Und es ist auch Voraussetzung, dass die Fahrzeuge dort eingesetzt werden können. Aber man muss auch sagen, und als viertes tatsächlich die Stationsmodernisierung in Mainz-Kastell, ein sehr wichtiger Umsteigepunkt, auch später in Bezug auf das Citybahn-System sehr, sehr wichtig, ist eine Stationsmodernisierung bislang auf guten planerischen Wege, allerdings erst die Stufe 1, da kommen noch 2 andere Stufen dran und das zeigt eben, wie mühsam das ganze Geschäft ist und das leitet dann über zur Folie 7, bitteschön. Genau, das ist eine Darstellung der Lage von Wiesbaden im Eisenbahnnetz. Das Blaue sind die Bestandseisenbahnstrecken. Und ich habe hier mal so ungefähr 30 Problempunkte, das sind diese roten Punkte, da diese roten Pöckel eingezeichnet, bei denen eben nur ein Teil in Wiesbaden liegt, aber auch der Teil, der nicht in Wiesbaden liegt, sehr wohl für die Betriebsqualität oder deren Mängel ursächlich ist. Ich will das gar nicht im Einzelnen aufzeigen. Zu jedem dieser Punkte könnte man Geschichten erzählen. Das zeigt aber einmal mehr, dass dieser Gesamtkorridor sowohl von Wiesbaden als auch Mainz, sowohl vom Rheingau als auch von Rheinhessen über den Frankfurter Flughafen, über Höchst nach Frankfurt
letztlich betrachtet werden muss. Herr Bolter hat ja schon darauf hingewiesen, auf das Projekt Fernbahntunnel und die da natürlich notwendigen verkehrlichen Betrachtungen. Das ist alles ganz gut und schön, nur das orientiert sich im Wesentlichen Richtung Hanau. Also die Frage, was geht über Offenbach, was geht über Maintal? Uns ist sehr daran gelegen, auch als Landeshauptstadt Wiesbaden, dass der westliche Korridor von Frankfurt bis eben Mainz-Wiesbaden ebenfalls daraufhin untersucht wird, wie künftige Betriebskonzepte aussehen, um dann die Infrastruktur, siehe integraler Taktfahrplan, erster Fahrplan, dann kommt der Beton, dann tatsächlich auch so zuschneiden zu können, dass man langfristig was davon hat. Was hier im Übrigen deutlich wird, dass wir auch mit dem Thema Reaktivierung zu tun haben, dieses orange gezeichnete links oberhalb von Wiesbaden ist das Projekt Citybahn von Bad Schwalbach mit Verlängerung in die dortige Innenstadt über die Ahrtalbahn, über den Taunuskamm bis nach Wiesbaden rein, wobei da die Trassierung teilweise noch nicht endgültig festgelegt wird, über Wiesbaden bis Mainz. Das ist uns sehr wichtig, weil das ja sozusagen ein Kernpunkt, ein Nukleus eines dann zu entwickelnden Straßen- und Stadtbahnnetzes in Wiesbaden gemeinsam mit Mainz werden soll. Das Gelbe ist dann sozusagen, sind die Abschnitte der Ahrtalbahn, die im Moment in diesem Konzept da keine Berücksichtigung finden. Bitte. Achso, einen Punkt noch, ganz wichtig natürlich der Punkt rechts. Frankfurt Hauptbahnhof, also der Knoten Frankfurt, ist von enormer Bedeutung auch für die Betriebsqualität, für die Umsteigebeziehungen. Und insofern werden wir da natürlich noch ein deutliches Auge drauf werfen, wie das dann künftig angebotstechnisch umgesetzt werden soll und infrastrukturell. Nächste Folie bitte. So, Entwicklungsperspektiven, das sind zunächst mal erstmal nur Stichworte. Auf die hier fett hinterlegten will ich ein bisschen näher eingehen. Integraler Taktfahrplan. Igelstein-Kurve, das ist diese Kurve für den Güterverkehr, Wallauer Spange komme ich noch drauf. Gesamtkonzept habe ich, glaube ich, an der Folie schon ganz gut erläutert, muss man jetzt nicht näher drauf eingehen aus Zeitgründen. Gesamtkonzept Ländchesbahn, hier brauchen wir eben nicht nur immer eine Einzelbetrachtung, sondern wir brauchen die Frage, ob das heutige Betriebskonzept auch längerfristig unter veränderten Rahmenbedingungen so gefahren werden kann. Hier wäre es uns also wichtig, hier ein Gesamtkonzept auf den Weg zu bringen. Stationsmodernisierung. Hier sind ja weiterhin noch Stationen Biebrich und Schierstein. Auch Wiesbaden-Ost, ganz wichtig als potenzielle Umsteigestation, die im heutigen Zustand nicht ansatzweise dementsprechen, was eigentlich der Stand moderner Schienenverkehre wäre. Stichwort Bahnsteigerhöhung, Stichwort Verknüpfungsmöglichkeiten und. Und zum Schluss ein Blick auf den Schienengüterverkehr. Nächste Folie bitte. Deutschlandtakt, das ist insofern relevant, als es ja beim Deutschlandtakt nicht allein darum geht, irgendwelche Linien aufs Papier zu malen und Anschlussbeziehungen sozusagen zu behaupten, die dann am Ende nicht gegeben sind, sondern der Deutschlandtakt hat ja als Besonderheit zunächst mal, dass man an einem Raumzeitgefüge am Fahrplankonzept oder zumindest an dessen schrittweiser Entwicklung dann die Infrastrukturmaßnahmen festmacht. Und umgekehrt natürlich auch dafür sorgt, dass die Umsteigebeziehungen funktionieren. Also nicht nur auf dem Papier, sondern auch real. Das wird immer schwieriger, denn Stichwort Mobilitätsbehindertengerechtigkeit, es soll ja keine Turnschuhanschlüsse oder Sichtanschlüsse da sein, sondern es soll ja auch tatsächlich dann am Ende stabil funktionieren und nicht wegen jeder Kleinigkeit Anschlüsse aufgelöst werden müssen. Nächste Folie bitte. Ein Problem ist ja dieses Thema Wallauer Spange. Ich mache es jetzt mal kurz. Der Bund hatte ja nur eine eingleisige Wallauer Spange mal im Bundesverkehrswegeplan verankert. Mittlerweile ist es unter ja auch Mitbeteiligung des Landes Hessen wenigstens mal zweigleisig geworden. Das ist sehr vorteilhaft. Und die drei beteiligten Kommunen, das ist also neben der Landeshauptstadt Wiesbaden, insbesondere Hofheim am Taunus, auf deren Gemarkung ja dieser neue Haltepunkt liegt, aber auch Hochheim, sind im Moment ja sehr intensiv dabei, die von ihnen zu realisierende Infrastruktur sozusagen auf Flughöhe Null, also unten Busbahnhof und was noch alles dranhängt, Park and Ride, Kiss and Ride, Bike and Ride, Fahrradwege und was sonst noch, Einbindung ins Straßennetz voranzubringen. So, nächster Punkt bitte, nächste Folie. Hier sieht man aber, dass das Ganze nicht so einfach ist, denn es werden Flächen in Anspruch genommen, was den Landwirten gar nicht so sehr passt. Hier wird also noch im Detail zu behandeln sein, wie diese Anlagen angeordnet werden, wie sie auch aufwärtskompatibel angeordnet werden, also dass man sich sozusagen keine Optionen verbaut.
Das ist ein bisschen schwierig, weil eine ganze lange Zeit niemand so recht den Hut aufsetzen wollte. Das Land Hessen nicht, der RMV nicht und jetzt müssen es die Kommunen letztlich selber machen. Aber da werde ich zum Schluss noch drauf kommen. Es ist natürlich bei so einem Projekt, was sozusagen relativ einzigartig ist, wäre es schon ganz gut, wenn dieses Projektmanagement sozusagen in einer früheren Phase geklärt wäre. Aber wir sind da so weit unterwegs, dass also dieser von Herrn Bold genannte Eröffnungszeitraum dann hoffentlich auch landseitig funktionieren wird. Nächste Folie bitte. Ja, ich hatte die Lenchesbahn schon angesprochen. Das ist diese blaue Strecke da zwischen Wiesbaden und Niedernhausen, der linken Bildhälfte. Ich glaube, man sieht hier sehr deutlich, dass eben die betrieblichen Bedingungen natürlich dann auch stimmen müssen. Ja, also die Züge, die über die Wallauer Spange, das ist dieses grüne Abschnittchen da, künftig fahren müssen, die kommen ja nicht nur von Frankfurt, sondern die kommen ja aus dem östlichen Rhein-Main-Gebiet und sollen bis Wiesbaden durchgeführt werden, beziehungsweise von Darmstadt. Da ist immer natürlich die Frage, wie leistungsfähig sind die Flughafenbahnhöfe, in dem Fall natürlich der Fernbahnhof. Aber das gilt ja letztlich auch für den Regionalbahnhof. Es ist die Frage, wie werden Verkehrsstromverzweigungen angelegt? Sind sie höhengleich? Sind sie höhenfrei? Es gibt Konfliktpunkte und so weiter und so fort. Bitte nächste Folie. Man sieht das beispielsweise in diesem Abschnitt zwischen Wiesbaden Hauptbahnhof ganz links und der Abzweigstelle Kinzenberg. Das ist dieses kleine rote Dreieck da, dass die Lenchesbahn, die quasi diese Strecke ja heute für sich hat, denn über das Rote, über den ICE-Verkehr muss man ja nicht wirklich reden. Das sind irgendwie drei Zugpaare, wenn es hochkommt am Tag. Aber durch den Bau der Wallauer Spange, dieses grüne Teil, wird ja erheblicher zusätzlicher Regionalverkehr auf diese Spange geleitet werden. Vermutlich auch Fernverkehr oder zumindest mal möglicherweise Fernverkehr, ICE-Linie, eine zumindest. Und da stellt sich dann schon die Frage, wie diese Züge dann zwischen Kinzenberg und dem Vorfeld des Wiesbadener Hauptbahnhofs in den Wiesbadener Hauptbahnhof und auf die entsprechenden Bahnsteige kommen. Das sind alles so Fragen, die stehen im Moment noch ein bisschen abstrakt im Raume, aber die müssen natürlich auch aus Sicht der Kommune irgendwo dann auch mal geklärt werden. Nächste Folie bitte. 14. Dass diese gelbe Linie deutet nochmal das an, was ich eben sagte. Da werden dann auf zwei Gleisen eine ganze Menge Linie zu bündeln sein. Und Sie sehen schon an diesen gestrichelten Abschnitten, dass das zumindest im zweiten Gutachterentwurf Deutschlandtakt schwierig ist, weil man da keinen gescheiten Takt mehr fahren kann, sondern mit irgendwie ein paar Minuten Taktabweichern da hat arbeiten müssen. Will also sagen, dieser Deutschlandtakt ist im Gegensatz zur Darstellung in der Öffentlichkeit aus unserer Sicht überhaupt nicht fertig, sondern der muss natürlich weiter optimiert und verbessert werden. Vor allen Dingen aber muss konkret hinterlegt werden, wie denn die Infrastrukturen rund um die Knoten, auch um den Knoten Wiesbaden Hauptbahnhof, inklusive Abstellkapazitäten und künftige Bahnsteigbelegung organisiert werden soll. Hierzu liegen, sagen wir mal, praktisch keine Informationen vor, zumal ja die Frage auch immer ist, wie man den Deutschlandtakt in seiner Bedeutung überhaupt einschätzt. Nächste Folie bitte. Ein ganz wesentliches Projekt für uns als Landeshauptstadt Wiesbaden und natürlich auch für den benachbarten Rheingau-Taunus-Kreis ist die Citybahn. Also zunächst mal die erste Stufe, die hier hellblau dargestellt ist, von Bad Schwalbach oben mit der Verlängerung da bis zum Schmidtbergplatz über die klassische Ahrtalbahn, dann aber in die Wiesbadener City abschwenken, den Hauptbahnhof mitnehmen, natürlich mit seinen Umsteigebeziehungen und dann letztlich in das unten orangefarbig dargestellte Netz der Stadt Mainz, ebenfalls Landeshauptstadt, sich einfügend. Aber das ist eben nicht nur eine Linie, sondern das ist immer sehr deutlich und kommt in der Öffentlichkeit schlecht rum. Das ist erst der Ansatz zu einem richtigen Straßenbahnnetz, auch in Wiesbaden, was hier mit diesen ganzen Fragezeichen und Suchkorridoren nochmal angedeutet sein soll. Dazu gibt es jetzt mittlerweile auch vertiefende Untersuchungen, die teilweise dann auch demnächst vorgestellt werden. Auf jeden Fall ist die Kernbotschaft, dass es nicht bei dieser einen Linie bleiben soll, sondern dann mit entsprechender politischer Unterstützung und bei entsprechendem Votum am 1. November dann durchaus auch ein ganzes Netz kreiert werden soll. Nächste Folie bitte. So, und ein Punkt, der ist nun auch ganz interessant. Bundesverkehrswegeplan, das ist dieses Thema dieses 50 oder 100 Kilometer langen Güterzugtunnels, der letztlich das Mittelrheintal entlasten soll, der natürlich im Moment weit außerhalb jeder Realisierung steht, aufgrund des schlechten Nutzen-Kosten-Faktors. Aber, deswegen spreche ich es an, der natürlich Wiesbaden ganz erheblich tangieren würde, weil die Verkehre vom Rangierbahnhof Mainz-Bischofsheim,
Das ist oberhalb dessen, wo da Rüsselsheim steht. Also beim S von Rüsselsheim, beim dritten S von Rüsselsheim ist dieser Rangierbahnhof, der dann quasi natürlich über Wiesbadener Terrain dann letztlich in den Tunnel übergehen würde. Ich sage das nur, weil das alles eben auch mit Flächenmanagement zu tun hat, mit der Stadtentwicklung, mit der Frage, wie wird sowas eingebunden? Und hier ist eben einer der Punkte, wo der Güterverkehr dann auch für Wiesbaden beziehungsweise fürs Rheintal auch eine erhebliche politische Rolle spielt, die bis heute aber sich noch nicht in konkrete Infrastrukturprojekte umgesetzt hat. So, letzte Folie bitte. Ja, Vorschläge und Wünsche. Jetzt muss ich es natürlich relativ knapp halten. Wir halten es für sehr sinnvoll, dass eben dieser dritte Gutachterentwurf Deutschlandtakt schrittweise weiter vorangetrieben wird im Abgleich zwischen dem, was die Aufgabenträger, aber auch die Kommunen, die ja letztlich die Aufgabenträger sind, das ist ja nur delegiert an den RMV, aus einer Gesamtsicht, also auch mit Fernverkehr und Güterverkehr, an Infrastrukturmaßnahmen für sich selber in die eigenen, in ihren eigenen Beritt sozusagen runter sich vorstellen müssen. Vielleicht Stichwort Flächenfreihaltung, was passiert wo, wann passiert was, Stadtentwicklung, das hat ja alles zusammen, hat Herr Beuth ja sehr schön dargestellt. Das kann man eben nicht nur sektoral betrachten, sondern muss man gesamtheitlich tun. Zweiter Punkt, wir hätten ganz gerne wirklich dieses Gesamtkonzept vom Rheingau, Rheinhessen über Mainz-Wiesbaden, Flughafen Höchst bis Frankfurt sozusagen als der westliche Flügel, was auf der anderen Seite nach Hanau und Kinzigtal, Aschaffenburg ja sowieso dann auch gemacht werden muss, nochmal näher entwickelt. Drittens, es ist immer ganz gut, wenn diese Kommunikations- und Entscheidungsprozesse unabhängig von den bisherigen Beteiligten, auch den Kommunen, und da spreche ich jetzt auch mal für andere Kommunen, etwas intensiver mitgeteilt bekommen, weil da manchmal, ich sag's mal, die Kommunikation etwas auf dem Schlauch steht. Es ist schön, die formalen Zuständigkeiten zu kennen, nur wenn es bei den Leuten nicht rechtzeitig ankommt, die darüber zu entscheiden haben, dann ist das verbesserungsfähig. Und zum Schluss, vierter Punkt, die teilweise recht ausufernde Planungs- und Bezuschussungsbürokratie ist, glaube ich, uns allen ein Dorn im Auge. Wenn man dann über taktile Leitkanten an Überholungsgleisen da ewig lang diskutieren muss oder grundsätzlich diese Verfahren relativ lange dauern, dann ist es etwas, was natürlich auf dem Weg zur Verkehrswende überhaupt nicht hilfreich ist. So, jetzt habe ich stark gekürzt und bin aber, glaube ich, ungefähr so noch in der Zeit. Insofern bedanke ich mich. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Behrendt, für diese Perspektive jetzt aus der lokalen oder teilregionalen Sicht. Ich finde es auch bemerkenswert überhaupt, dass die Stadt Wiesbaden sich mit externer Kompetenz da nochmal stärkt. Ich war selbst oder habe das selbst beobachtet in Darmstadt, wo es ja Ewigkeiten eine Diskussion auch um die Neubaustrecke gibt und wo ein Teil dieses politischen Geeires meiner persönlichen Auffassung nach auch darauf zurückzuführen ist, dass eigentlich vor Ort keine echte Kompetenz ist und man sich auch nicht konsequent wirklich darum gekümmert hat, Kompetenz ins Boot zu holen. Und dann gehen halt manche Entscheidungen im politischen Raum aus dem politischen Bauchgefühl raus und nicht auf sachlichen Grundlagen. Also insofern ist die Stadt Wiesbaden da sicher schon ganz gut bedient. Ja, wir sehen, dass es ungeheuer viel in diesem Schienenverkehrsbereich gibt, dass sich da sehr viel bewegt aus beiden Vorträgen, dass aber auch noch viele Hemmnisse sind. Wir sind jetzt nominell schon jenseits des Endes dieser Veranstaltung. Wir könnten sicher noch ganz viel diskutieren. Ich würde aber gerne zumindest einige Fragen, die im Chat zwischendurch gekommen sind, doch noch stellen, die Gelegenheit geben, da nochmal kurz drauf einzugehen. Der Kollege Christoph Menzel von der Ostfalia Hochschule schrieb, das Projekt Fernbahntunnel scheint eine Wiederaufnahme des einstigen Projekts Frankfurt 21 in Light-Version zu sein. Wie ist denn da derzeit der politische Support, gerade vor dem Hintergrund der schwierigen politischen Lage von 21? Herr Beuth, ich hatte so verstanden, dass das sich ja eigentlich ganz deutlich unterscheidet und aus den Fehlern Ja, von Stuttgart ich würde auch 21 gerne was sagen. gelernt Ja. hat. Ja, also fange ich mal beim politischen Support an. Es gab ja eine Kick-off-Veranstaltung zum Fernbahntunnel, wo die Stadt Frankfurt hochrangig dabei war, mit dem Herrn Oesterling als Verkehrsdezernent. Der Minister Al-Wazir war dabei, Staatssekretär Fährlemann aus Berlin und bei uns vom Vorstand, der Herr Bergmann vom Vorstand Netz.
Also der politische Support für den Fernbahntunnel ist eigentlich so, wie man sich das wünscht, weil alle, glaube ich, sehr klar erkannt haben, dass es ein weiteres Infrastrukturkonzept für den Hauptbahnhof bedarf und dieses Infrastrukturkonzept schlicht genau die Probleme zielgerichtet löst, nämlich aus der Kapazitätsseite. Und das ist ja das große Problem gerade bei den innerstädtischen Projekten, dadurch, dass wir in Tieflage gehen, in den Tunnel, ist es so, dass wir weder den Verkehr bauzeitlich noch die Menschen langfristig damit stören. Also das ist natürlich eine einfache Lösung. Sie kostet viel Geld. Aber auf der anderen Seite, wenn man sich überlegt, wie eng die Bebauung in Sachsenhausen ist, ich bin in einem anderen Forum mal gefragt worden, lassen Sie doch noch zwei Gleise durch Sachsenhausen legen. Ich wohne da zufällig. Also da können Sie ganze Häuser rein abreißen. Und ich weiß auch gar nicht, wie man das bauen will, weil alleine der Lkw-Verkehr durch Sachsenhausen würde jahrelang eigentlich Sachsenhausen und damit im Süden Frankfurts lahmlegen. Schlussendlich heißt das, die jetzige Lösung ist, glaube ich, ingenieursmäßig bewältigbar, zu bewältigen. Sie ist vernünftig und sie löst die Probleme dadurch, dass wir ja nicht nur zwei Gleise bekommen, sondern auch vier Bahnhofsgleise mehr. Wir haben auch eine Limitierung, was die Bahnhofsgleise anbelangt. Und das muss man in Kombination sehen. Und ich glaube, das ist auch so, dass Berlin immer mehr erkannt hat in den letzten Jahren, dass gerade Frankfurt hier den Flaschenhals für weitere Entwicklungen gerade der großflächigen Taktsysteme darstellt. Und dementsprechend war auch die Bereitschaft da, das muss man ja auch mal sagen, einen so großen Investitionsbetrag hier investieren zu wollen. Das ist ja, muss man ja auch deutlich sagen. Ja. Insofern ist es eine komplett andere Situation als in Stuttgart. Wir vergleichen es gerne mit Zürich, weil es technisch Zürich sehr ähnelt und auch interessanterweise in Zürich die Akzeptanz genauso war, wie wir die momentan darstellen. Also es gibt keine Bürgerinitiativen bis heute und mit allen Menschen, mit denen man dazu spricht, die sagen eigentlich, das ist doch ein vernünftiges Konzept. Man muss nur aufpassen, das ist mir immer wichtig, dass man nicht diese 8 Minuten Fahrzeitvorteil so nach vorne stellt, weil um den geht es eigentlich gar nicht so stark. Der ist natürlich auch da, der ist natürlich auch nicht ganz unwichtig, aber schlussendlich geht es darum, dass wir heute ungefähr 1200 Züge in den Bahnhof reinfahren und wir müssen zukünftig 1500 und wenn Sie den Deutschlandtakt sich anschauen, kann das sogar noch mehr werden. Also wir brauchen die Kapazität, das sage ich immer wieder. Es geht um Kapazität und nicht um Fahrzeitvorteile. Den nehmen wir gerne mit, ja, keine Frage, aber es geht um Kapazität. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das ist aus beiden Vorträgen auch nochmal deutlich geworden, dass sich da so in den letzten Jahren, Jahrzehnten die Planungsparadigmen so ein bisschen geändert haben, während die Schnellfahrstrecken die seit den 70er Jahren geplant und in den 90er Jahren in Betrieb gegangen sind, noch hauptsächlich auf Geschwindigkeit gedacht waren und Punkt-zu-Punkt-Verbindungen wird heute einfach sehr viel mehr in Netzen gedacht. Und es geht nicht um jede beliebige Minute, sondern es geht um die Minuten, die wirklich im Netzzusammenhang was bringen. Bei aller Kritik, Herr Behrendt hat das ja schon mal ein bisschen angedeutet, die man da, oder bei aller Unsicherheit, die da noch besteht, aber das ist ja vollkommen klar in so einem komplexen System. Da werden viele Iterationsschritte nötig sein. Eine weitere Frage war hier noch, auch bezogen, auch vom Kollegen Menzel, bezogen auf die Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim. Da erläuterten Sie, Herr Bolte, dass dann nachts dann der Güterverkehr drüber rollen soll. Ja. Da war die Frage, was bedeutet genau nachts die Situation auf der Neubaustrecke oder Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg, führt in den Tagesrandlagen zu der absurden Situation, dass der ICE für die letzten 100 Kilometer im Leinetal dahin schleicht, also quasi von der Schnellfahrstrecke runter muss auf die Altbaustrecke. Für Fahrgäste ist das äußerst frustrierend. Das liegt ja aber, glaube ich, bei diesen alten Schnellfahrstrecken auch an beispielsweise an Begegnungsverboten im Tunnel oder sowas. Da gibt es ja auch neue Planungsparameter. Genau. Also da muss man sagen, Hannover-Würzburg ist aus einer Zeit, wo die Tunnel noch so gebaut wurden, dass da zwei Gleise nebeneinander liegen. Und wir haben schlicht aus Sicherheitsgründen dort ein Begegnungsverbot. Das existiert, aber in den neuen Hochgeschwindigkeitsstrecken werden eingleisige Tunnel gebaut, sodass dieses Problem nicht da ist und diese Begegnungsverbotssituation, das existiert nur auf den alten Strecken. Ja, können wir auch erstmal nicht ändern. Die sind ja auch in einer schwierigen geografischen Situation da zwischen Hannover und Würzburg. Ich glaube, jeder, der weiß, da ist ja der klassische Fall Brücke, Tunnel, Brücke, Tunnel. Und insofern, damit müssen wir erstmal leben. Vielleicht wird man irgendwann technologisch eine Möglichkeit haben, diesen Tunnelbegegnungsverbot auch LSD-technisch, also softwaretechnisch auszuschließen. Mhm. Ist aber bis heute noch nie entwickelt worden, sowas, ja. Okay, gut. Eine weitere Frage war dann,
die sind im Rahmen von Rhein-Main Plus kleinere Projekte wie beispielsweise Blockverdichtung, Raunheim, Rüsselsheim weiterhin enthalten oder sind die hinten runtergefallen? Nein. Gut, die haben Sie jetzt einfach nicht erwähnt. Die waren auf der einen Folie ganz am Anfang, wo das gesamte Programm, wo steht S-Bahn Plus als Programm drauf. Wir haben 11 Projekte umgesetzt aus dem S-Bahn Plus Projekt. Programm, 2 weitere sind jetzt aktuell im Bau. Weitere stehen noch an. Das geht weiter. Und nochmal in Richtung, der Herr Behrendt hat ja vorhin gesagt, wir machen sehr viel in Richtung Hauptbahnhof, also der Knoten rund um den Hauptbahnhof und in der Ostachse, auf der Westachse ist es natürlich so, dass wir dort auf der Westachse ein sehr starkes Thema haben, S-Bahn-Verkehr. Und genau dort auf der Westachse werden sicherlich S-Bahn-Plus-Maßnahmen auch wirken. Das ist aber sicherlich der Bereich, wo in den nächsten Jahren man noch das eine oder andere analysieren muss, ob man da noch weitere kleine ergänzende Maßnahmen braucht. Die Arbeit wird uns da nicht ausgehen, aber da sind wir noch in einem Konzeptionsstatus, will ich es mal formulieren. Ja, weil eins ist auch klar, die ganze Verbindung vom Hauptbahnhof Richtung Mainz und Richtung Wiesbaden, auch dort brauchen wir an der einen oder anderen Stelle noch mehr Kapazität. Was wir allerdings tun, sehr kurzfristig, das wird man auch in den nächsten Jahren dann spüren, wir werden dort natürlich, was die Leitungssicherungstechnik anbelangt, in digitale Stellwerke und ESTWs errichten, sodass wir robuster werden, gerade in dem Bereich. Aber ich glaube auch, die eine oder andere kleine Ausbaumaßnahme, ich sage bewusst kleine Ausbaumaßnahme, wird man da noch sehen, oder Gleisverbindung, die im Grunde genommen mehr Robustheit und mehr Flexibilität schafft. Also da ist noch was zu machen in dem Bereich. Okay, sehr schön. Und dann habe ich hier noch eine weitere Frage, bevor ich nochmal an den Kollegen eine abgebe, weil bei denen auch noch weitere Fragen aufgelaufen sind. Wird beim Ausbau der Bahnlinien auf Intermodalität geachtet, sprich Einrichtung von großzügigen Park-and-Ride-Stationen, Abstimmung auf Busfahrpläne und so weiter. Also Busfahrpläne, das ist natürlich bei dem Ausbau jetzt noch kein Thema, aber an dem Beispiel, was Sie auch gezeigt hatten, an der Wallauer Spange, hatte ich den Eindruck, dass es heute dann selbstverständlich ist, diese Station auch gleich als Umsteigeknoten zu denken. Das ist eine interessante Frage und ich glaube, dass gerade das Thema Park-and-Ride-Plätze in den Haltepunkten, Stationen rund um die Großstädte, dass dort noch mehr gemacht werden muss. Der André Kawai vom RMV hat gesagt, eigentlich brauchen wir so eine Art Park-and-Ride-Entwicklungsprogramm. Jetzt muss man sagen, dieses Thema Park-and-Ride, ich bin da quasi ein Stück weit der falsche Adressat, weil die Park-and-Ride-Anlagen sind ja immer kommunale Anlagen. Und ich glaube aber gerade im Bereich dieser Diskussion um den Haltepunkt Delkenheim wird es wichtig sein, dass man bei der Park-and-Ride-Anlage, die dort entstehen wird, das ist völlig klar, dass man da nicht zu kurz springt und zumindest aufwärtskompatibel ist, wenn man feststellt, man braucht noch mehr Kapazität. Also das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil wir müssen, glaube ich, eins sehen, dass wir auch quasi nicht nur als Umsteigebeziehung den Park-and-Ride sehen, sondern wir werden auch Situationen haben, dass Menschen quasi zum Park-and-Ride-Platz logischerweise fahren und gerade aus den eher ländlichen Regionen, wo ich nicht überall eine Schiene hinlegen kann, weil es schlicht einfach auch unwirtschaftlich ist, dass man quasi an die Großstadt fährt, im Zweifel auch autonom mit dem Fahrzeug, dann umsteigt, das Fahrzeug abstellt, umsteigt quasi auf die Schiene, die letzten 2, 3, 4 oder 10 Kilometer in die Großstadt reinfährt und dann gleich auf dem gleichen Weg wieder zurück. Ich glaube, das sind zukunftsfähige Konzepte und dafür braucht es in der Tat an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, auch einen Ausbau der Park-and-Ride-Kapazitäten. Das ist ein Thema, ja, sehe ich so. Ich gerade an der Stelle nochmal an Herrn Behrendt weitergereicht die Frage, weil jetzt auch die Frage eben schon zu Recht auftauchte, wer ist dafür zuständig, wie kriegen wir so eine regional koordinierte, aber auch auf die lokale Ebene runtergebrochene Planung hin? Wer wäre aus der lokalen Sicht der entscheidende Player für einen solchen P&R-Entwicklungsplan oder wer müsste da tätig werden? Herr Behrendt, haben Sie da aus der kommunalen Perspektive einen Ansatz? Naja, die Frage, wie viel P&R-Plätze man schafft, ist ja nicht zu trennen von der Frage, welche Qualität das ÖV-Zubringerangebot hat. Und da sind wir natürlich in einer ganz blöden Schleife. Wir haben zwar ungefähr die Fahrzeiten aus dem Deutschlandtakt, die aber natürlich nirgendwo in Stein gemeißelt sind. Und Sie wissen ja selber alle, wenn man das sowas um ein paar Minuten verschiebt, dann wirkt sich das also ganz drastisch auf Bus-Zubringernetze auf. Also nicht nur bei der Frage, wie viele Plätze braucht man unten, wie viele Busse stellt man da hin, auch wo sind die angeordnet, wie viele Fußwege, wie viele Umsteigewege muss man einsortieren und.
Wie sehen die Angebote in Schwachverkehrszeiten aus? Das heißt, es ist im Grunde genommen ein Schrotschuss in den Nebel rein. Ja, dass es natürlich aufwärtskompatibel ist, indem man da Parkhäuser baut, wo man zur Not dann noch eine Ebene draufhängen kann. Das wird sicherlich auch Planungsgrundlage sein, aber eigentlich ist es ja nicht unbedingt das Ziel. Das Ziel sollte ja sein, im Rahmen einer Transportkette möglichst viel mit dem Busverkehr oder mit flexiblen Systemen abzufangen, damit man eben nicht das Blech den ganzen Tag da rumstehen hat. Und insofern ist das ein Punkt, der hier noch besonders schwierig ist, weil ja mehrere Kommunen beteiligt sind. Der Haltepunkt selber liegt auf Gemarkung von Hofheim. Auch mit interessiert ist Hochheim, Wiesbaden selbstverständlich auch mit Delkenheim. Und da sind jetzt mehrere Kommunen gefordert, sozusagen sich selber planerisch erstmal zu organisieren. Und da ist dann schon auch, ja, ich sag mal, die Kritik geäußert worden, dass es dann weder vom Straßenbau noch vom Land Hessen noch sonst woher dann wirklich koordiniert wird. Wir haben ja da noch mit dem Umbau der Autobahnanschlussstelle zu tun. Dann kommt Hessen Mobil ins Spiel, die da im Moment gar kein Projekt sehen. Ich will da gar nicht ins Detail gehen. Es ist unglaublich schwierig. Auch der Radwegebau spielt rein und die Aufwärtskompatibilität. So ein komplexes Projekt sozusagen rein auf eine oder wenige Kommunen und deren Planungskapazität runterzubrechen, weil das eigentlich auch nicht unbedingt deren Aufgabe ist. Da würde man sich schon wünschen, dass von den zuständigen Ebenen, sie RMV, Land, wer auch immer, da ein bisschen mehr koordiniert wird. Gebe ich jetzt mal so weiter, was aus dem kommunalpolitischen Bereich bislang zu hören war. Ja, ja gut, vielen Dank. Dann hätten wir vielleicht noch ein oder zwei Fragen, Herr Eine, was da bei Ihnen jenseits des ganz, also des Chats an alle aufgelaufen ist. Ja, es ist eine ganze Reihe an Fragen noch reingegangen. Zwei noch und dann. Genau. Eine Frage ist, gibt es eine Zahl, inwieweit der Personennahverkehr hessenweit in Zukunft im Rahmen einer Verkehrswende zunehmen wird? Gute Frage. Ich fürchte so. Ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber ich glaube, wo man die Zahl erfahren kann. Man kann ja sich die Frage stellen, wie stark quasi die Systeme genutzt werden. Und was Aufschluss gibt, glaube ich, sind die Zuwachszahlen, die der RMV in den letzten 10 Jahren erzielt hat. Bei den Reisenden. Ja. Und ich glaube, das ist meines Erachtens auf der Homepage des RMVs veröffentlicht. Ich will jetzt nur keine falsche Prozentzahl nennen, aber wir haben einen exorbitanten Zuwachs gehabt, hat der Herr Knut Ringert immer gesagt, gerade im Bereich RMV-Fahrgäste. Und das ist mit Sicherheit auch nochmal nachlesbar auf der RMV-Seite. Da stehen Prozentzahlen garantiert und auch nochmal absolute Zahlen. Nur ich möchte jetzt einfach nicht spekulieren. Aber ich kann sagen, es war selbst für den RMV überraschend, wie stark quasi im Model Split sich dort was verändert hat. Und da kommt natürlich mehreres zusammen. Da kam natürlich auf der einen Seite, glaube ich, dem ÖPNV zugute, dass auf der Straße das Thema Stau immer mehr Probleme für die Menschen bereitet, sodass sie umsteigen auf den ÖPNV. Da kommt aber auch anderes Nutzerverhalten dazu, dass gerade die jüngere Generation weniger aufs Auto setzt, sondern hier gerade in den Ballungsgebieten sehr stark auf den ÖPNV setzt. Und beides zusammen führt dann einfach zu diesen großen Zuwächsen, die der RMV dann verzeichnet hat. Ja. Aber die aktuellen Zahlen sicherlich auf der RMV-Homepage. Unabhängig davon ist sicher eine interessante Frage, nicht nur in Maßnahmen zu denken zur Verkehrswende, sondern sich auch tatsächlich mal zu vergegenwärtigen, welche Kapazitäten gebraucht würden. Im ÖV sind Sie ja ohne diese Maßnahmen, die Sie jetzt heute auch dargestellt haben, eher am Moment an der Kante dessen, was der ÖPNV noch verkraften kann. Man muss ehrlich sagen, die größten Kapazitäten, die wir im Moment im Verkehrsnetz haben, die sind auf den Beifahrersitzen und auf den Rückbänken der Autos. Hatten Sie vorhin auch schön angedeutet mit der PKW-Besetzung von 1,2 Personen. Aber die können wir auch nicht so ohne weiteres aktivieren. Vielleicht noch eine Frage, Herr Eine. Ja, es gab noch eine Reihe von Fragen zu den einzelnen vorgestellten Projekten. Vielleicht mal eine rausgenommen zur Wallauer Spange. Gibt es bei der Wallauer Spange noch politische Hürden oder ist dort die Entscheidung zum Bau final gefallen? Jetzt bin ich zu hören. Entschuldigung, hat ein paar Sekunden gedauert. Also auch die Wallauer Spange war im deutschen Parlament, ist positiv entschieden worden. Finanzierung steht, sodass für den Eisenbahnanteil alles finanziert ist. Ich sage bewusst den Eisenbahnanteil.
Wir haben natürlich auch noch einen kommunalen Anteil. Eben hat man das Thema Park and Ride und Verkehrsstation. Also da ist noch ein bisschen was zu machen. Da ist noch nicht alles jetzt fixiert. Aber ich glaube, alle Entscheidungsträger sind dort kooperativ unterwegs und wollen natürlich auch, dass dieser doch kleinere, deutlich kleinere Teil zum Streckenausbau auch so zeitgerecht entschieden wird, sodass wir 26 nie nur die Strecke haben, sondern auch den Haltepunkt haben, weil ich glaube, das ist ein klares politisches Ziel und so wie ich die Situation verfolge und wir stecken ja mittendrin, gehe ich auch davon aus, dass das auch so erfolgen wird. Ja, ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, weil, glaube ich, die Region sich auch politisch hier hinter die Wallauer Spange gestellt hat, im Sinne von, da können wir mal zeigen, dass es auch deutlich schneller geht als üblich, so ein wichtiges Infrastrukturprojekt zu realisieren. Gut, vielen Dank. Mit Blick auf die Uhr würde ich jetzt zum Abschluss nochmal Herrn Salmann vom VDI hier aus der Region das Wort erteilen. Bin ich live? Das ist wunderschön. Ja, ich bin immer wieder begeistert, was für tolle Veranstaltungen wir vom VDI machen. Das ist echt klasse. Thomas Meinka macht immer tolle Sachen. Also wir haben ja auch irgendwo im Februar ein hochkarätiges BIM-Treffen in Dresden und alles drum und dran. Es ist immer interessant, zwei Sichtweiten in so einem Vortrag zu haben. Einmal die Zielvorstellung von der Bahn, die der Herr Bolter wie immer sehr gut vorgestellt hat. Aber auch jetzt auch mal für mich auch vom Herrn Behrend mal den Optimierungsbedarf aufgezeigt zu bekommen, also die politische Forderung eigentlich auch zu sehen. Einfach, ich fand die Veranstaltung wieder mal total klasse. Ich bin selber Bezirksvorsitzender im Bezirk Hessen-Rheinland-Pfalz. Wir haben 350 Leute. Wir haben fast monatlich kostenfreies Talk-Inch. Da haben wir den Herrn Leger gehabt von Stuttgart 21. Da waren 120 Personen in der Website. Session drin. Der Herr Burg und der Herr Kisser haben Geomonitoring vorgestellt, 90 Personen. Im November werden wir Bezirksversammlungen haben, da wird über Kreuzungsrecht gesprochen. Im Dezember wird BIM, der Herr Martin Münnig von DWE&C was vortragen. Dann haben wir den Cersei-Basi-Tunnel, den haben also wir jede Menge auch kostenfrei und als Web-Session brauchen wir nicht hinzugehen. Da haben wir die GS in der Mitte von Frankfurt. Zu mir noch, ich bin auch im AK Verkehrspolitik, also VDI, das sind nicht nur Veranstaltungen, das ist nicht nur Kaffeefahrten, das ist natürlich auch Geselligkeit und Bier trinken und Brezeln essen, also weil bei uns beim Talk-In danach ist immer irgendwie Brezel essen und nochmal ein Bier trinken zusammen, weil wir wollen ja auch Spaß haben. Also wir haben auch eine politische Seite, ein AK Verkehrspolitik, wo dann so Sachen diskutiert werden, Recht auf Mobilität, wie viel Recht haben wir denn überhaupt Mobilität zu sein oder Mobilität versus Websession. Wir können so gut sein, wie wir wollen. Wenn keiner mehr Bock hat, mobil zu sein, also lieber im Homeoffice ist, dann, also im blödesten Fall können wir, erfindet irgendjemand dieses blöde Beam und wir brauchen die Bahn gar nicht mehr. Also das wäre dann der Worst Case irgendwie. Aber so in die Richtung läuft es ja im Homeoffice jetzt auch eben gerade. Dann Förderung Schiebungsanschluss und auch die Frage, wer darf eigentlich Gutachter sein? Wer darf die Politik beraten? Wie qualifiziert sich jemand, dass er Gutachter sein darf? Alles Fragen und VDI ist ein wahnsinnig lebendiger Verein. Also wir hatten ja auch Building Smart. Also ich bin Vertreter im Building Smart in der Gruppe Rail. Da ist dann auch der Joachim Kraus aus dem Team von der Frau Hüske drin und der aus dem Team von der Frau Maser ist dann der Herr Christian Mantel. Also David Sistel ist auch dabei und da bewegt sich auch wahnsinnig viel. Auch hier ist der VDI wahnsinnig aktiv, auch in Fachthemen. Also es lohnt sich echt Mitglied zu werden. Also wenn Sie jetzt noch nicht sagen, wenn Sie jetzt noch nicht, also nach diesem Werbeblock noch immer keine Lust haben, im VDI Mitglied zu werden, dann kann ich Ihnen echt nicht mehr helfen. So, damit möchte ich auch jetzt so den Sack zuschnüren und ich bedanke mich ganz herzlich auf alle, die dabei waren. Ich fand es klasse. Ja, vielen, vielen Dank, Bodo Salmann, für diese Schlussworte, für diesen Werbeblock. Ich erlaube mir auch für die Hochschule nochmal einen kleinen Werbeblock zu schalten. Ein Ausblick auf unsere nächsten Veranstaltungen. Wir werden jetzt aus unserer Reihe Mobilität im Wandel am 3. November
wirklich ein ganz anderes Thema, als was wir es heute behandelt haben, nämlich Fahrradbildern auf zwei Rädern durch Kunst und Medien, das aktuelle Hype-Verkehrsmittel Fahrrad aus künstlerischer und gestalterischer Sicht uns anschauen. Und wir planen im Moment für Dezember und für Januar noch zwei weitere Veranstaltungen zu ebenfalls sehr aktuellen Themen aus unserer Sicht, das Thema Gendergerechtigkeit in der Verkehrsplanung und im Januar, und da kommt dann wieder doch der Bogen zu der heutigen Veranstaltung, Mobilität koste es, was es wolle, wie finanzieren wir eigentlich unsere Mobilität, unsere Verkehrsangebote. Dazu sind Sie alle ganz herzlich eingeladen. Ich möchte mich jetzt schon nochmal bedanken für die sehr, sehr interessanten Input-Referate, für das Grußwort von Herrn Meinka, für die Referate, die zeigen, wie viel sich bewegt und ja, an wie vielen Stellen gearbeitet wird von Herrn Bolte und aus der kommunalen Perspektive von Herrn Behrendt. Ich wünsche Ihnen allen noch einen wunderschönen Abend. Lassen Sie uns im Kontakt bleiben. Bleiben Sie dem VDAI treu, bleiben Sie uns treu und bleiben Sie vor allem auch gesund. Guten Abend. Ja, vielen Dank und auf Wiedersehen. Tschüss.